Wir gehen jetzt einen Schritt weiter zum Einzelplan 30 in der Tat. Und was Sie dann hier erleben, ist sozusagen ein gewisser Wechsel, weil die Fachpolitiker dann den Saal verlassen. Andere Fachpolitiker sind schon eingetroffen, treffen gerade ein oder haben noch vor, einzutreffen. Es ist ein Arbeitsparlament, wo tatsächlich natürlich auch viele andere Dinge parallel laufen, Bildung und Forschung für 2020 mit einem Volumen von 18,29 Milliarden Euro anberaumt, mit einem Plus von 82 Millionen, mit der Ministerin, die hier auch schon im Saal ist und auch später das Wort ergreifen wird, die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek von der CDU. Als erster Redner wird aber auf jeden Fall die Debatte eröffnen der Vertreter der größten Oppositionsfraktion, der AfD, den wird Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth dann auch in Kürze aufrufen. Götz Frömming wird für die AfD-Fraktion dann das Wort ergreifen. Der Sprecher ist für Bildung, Forschung und Technik. Folgenabschätzung. Aber es ist immer das Spiel zwischen den Einzelplänen und zwischen den Ressorts, dass man erst einmal einen gewissen Ruhefaktor braucht. Jetzt aber Götz Frömming von der AfD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren, rund 18,3 Milliarden sind für Bildung und Forschung in den Haushalt eingestellt. In den Beratungen im Ausschuss haben einige gesagt, das sei viel zu wenig. Wir als AfD-Fraktion haben uns an dieser pauschalen Kritik nicht beteiligt. Was wir aber kritisiert haben, waren die Schwerpunktsitzungen. Immer mehr Mittel des Bundes, meine Damen und Herren, fließen in Bereiche, für die eigentlich die Länder zuständig sind. Ich nenne ein paar Beispiele. Im Bereich der Universitäten ist der Bund massiv eingestiegen. In den nächsten 10 Jahren sind hier 40 Milliarden vorgesehen. Ebenso auch, was die Sanierung von Schulen anbelangt und deren technische Ausstattung. Hier steigt der Bund durch den sogenannten Digitalpakt ein. Und das neueste Projekt ist jetzt die Ganztagsbetreuung. Niemand zweifelt an, dass es wichtige Projekte sind, meine Damen und Herren. Aber nach unserer föderalen Ordnung wären hier eigentlich die Länder und Kommunen zuständig. Und diese Projekte sind teilweise auch inhaltlich fragwürdig, aber vor allen Dingen auch in ordnungspolitischer und auch verfassungsrechtlicher Hinsicht. Meine Damen und Herren, statt mit Bundesmitteln in die Aufgaben der Länder regelrecht hineinzufuschen, sollten Sie besser dafür sorgen, dass Deutschland nicht den Anschluss im Bereich der Spitzentechnologie verliert. Ob bei der KI-Forschung, der Biotechnologie, der Batterieforschung oder auch der Kernforschung, in vielen Zukunftstechnologien drohen die USA und Länder wie Japan, Korea oder China Deutschland abzuhängen. Meine Damen und Herren, früher gab es noch Handys made in Germany. Inzwischen brauchen wir sogar schon die Chinesen, um unsere Funknetze auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist doch peinlich, meine Damen und Herren. Gut, dass Sie wenigstens die steuerliche Forschungsförderung auf den Weg gebracht haben. Wir haben das von Anfang an unterstützt. In der Berufsbildung, für die ja originär der Bund zuständig ist, da hätten wir uns noch mehr Engagement gewünscht, Frau Ministerin, als Sie es anerkanntermaßen schon tun. Dazu liegt Ihnen auch ein Änderungsantrag von uns vor. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Haushaltsdebatte zur Halbzeit der Legislaturperiode ist nicht nur ein Anlass, auf die Zahlen zu blicken, sondern auch auf die Amtsführung des jeweiligen Ministers bzw. der Ministerin. Und die Ihre, Frau Ministerin, war nicht immer glücklich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Einiges kann man Ihnen allerdings nur teilweise zum Vorwurf machen. Da haben Sie einfach die Politik Ihrer Vorgänger fortgeführt. Beispielsweise die fatale Fixierung auf die empirische Bildungsforschung. Das BMBF hat sich hier in den letzten Jahren freiwillig in Abhängigkeiten von der OECD und anderen Lobbyisten der digitalen Vermessungsindustrie wie PISA und Co. begeben. Meine Damen und Herren, das war und ist ein Fehler. Anderes, Frau Ministerin, müssen Sie sich aber selbst anrechnen lassen, zum Beispiel das ungeschickte Agieren bei der von den Medien sogenannten Batterieaffäre. Und das jüngste Beispiel ist nun der Nationale Bildungsrat, den Sie ja auch unterstützt haben. Bereits am 22. März 2018 habe ich hier an dieser Stelle davor gewarnt und angekündigt, dass dieses Projekt genauso scheitern wird wie ein ähnliches Vorhaben, was es vor einigen Jahren schon gab. Nun ist es so gekommen, Frau Ministerin,
Pikanterweise kam der Widerstand ausgerechnet aus Ländern, wo Kolleginnen aus der CDU bzw. CSU tätig sind. Herr Söder ist vorgegangen, dann kam Baden-Württemberg hinterher. Frau Eisenmann hat sich hier auch dagegen ausgesprochen. Frau Karin Prien aus Schleswig-Holstein und dann Herr Armin Laschet haben das Projekt jetzt für tot erklärt. Meine Damen und Herren, wer solche Parteifreunde hat, der braucht eigentlich gar keine Opposition mehr. Wer hat sich nun für den Nationalen Bildungsrat in die Bresche geworfen? Ausgerechnet die SPD-geführten Länder. Berlin, Hamburg, wahrscheinlich folgt noch Bremen. Frau Ministerin, erkennen Sie doch, dieses zentralistische Projekt ist ein linkes Projekt. Wir brauchen das nicht. Es ist gut, dass es gescheitert ist. Vielen Dank. Danke schön, Dr. Frömming. Den Einzelplan 30, Bildung und Forschungsetat, hat eröffnet der Abgeordnete Götz Frömming von der AfD-Fraktion. Und wir haben als nächste Rednerin von der Unionsfraktion die Kerstin Radomski, die im Haushaltsausschuss sitzt. Im September dieses Jahres haben wir den Entwurf des Haushalts hier ins Parlament eingebracht. Und ich kann mich noch an die Kritik der Opposition erinnern, die auf ein Minus zum Vorjahr hingewiesen hatte. Es wurde der Eindruck erweckt, als ob in Deutschland weniger Geld in Bildung und Forschung investiert würde. Das ist falsch. Weil manche Redner in dieser Haushaltswoche immer noch an dieser Falschaussage festgehalten haben und manche sogar nicht mal bemerkt haben, dass in den parlamentarischen Haushaltsberatungen Geld obendrauf gelegt wurde, möchte ich noch einmal die Fakten und die Entwicklung dieses Einzelplans darstellen. Vor der Aufstellung im Juli, dem Entwurf der Bundesregierung, hatte der Bund zum Beispiel Kompensationsmittel an die Länder gegeben, die im Rahmen der Föderalismusreform zum Beispiel 715 Millionen für den Hochschulbau und die Bildungsplanung zur Verfügung gestellt wurden. Diese Mittel werden weiterhin für Bildung und Forschung in Deutschland ausgegeben, aber sie sind nicht mehr im Einzelplan 30 etatisiert. Richtig ist, dass in diesem Einzelplan viele Millionen Euro obendrauf und neu zur Verfügung gestellt wurden. Aber war es auch, der Entwurf blieb 69 Millionen Euro hinter dem Haushalt von 2019 zurück. Was passierte in den parlamentarischen Beratungen? Wir haben es geschafft, 82 Millionen Euro obendrauf zu legen. Damit hat dieser Einzelplan einen Höchststand von 18,3 Milliarden Euro. Und darauf sind wir als Regierungskoalition zu Recht stolz. In Zeiten des globalen Wettbewerbs um die Rollen in der Welt von morgen sind Bildung und Forschung nämlich ganz wichtige Dinge für unsere Zukunft, für unseren Wohlstand und auch für unsere Sicherheit. Deshalb können hier 44 Haushälter und ihre Stellvertreter gerade in diesem Jahr stolz darauf sein, was wir im Haushaltsverfahren mit über 65 Stunden beraten haben und wie wir um die besten Ideen und Konzepte auch gestritten haben. Wir als Parlament haben die Ideen der Regierung hinterfragt. Und was vielleicht noch wesentlicher für uns alle hier ist, wir haben sogar einige Maßgabebeschlüsse im Ausschuss einstimmig über alle Fraktionsgrenzen hinweg beschlossen. Meine Damen und Herren, uns alle hier eint, dass wir in die Zukunft investieren wollen. Eines der Zukunftsthemen ist dabei die künstliche Intelligenz. Es ist sicher, die enormen Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz verändern unseren Alltag. In diesen Jahren fundamental. Das geht von der autonomen Mobilität bis zu neuen Diagnose- und Behandlungsmethoden in der Medizin. Für den Bereich künstliche Intelligenz haben wir im Haushaltsverfahren die zweite Tranche von gut 500 Millionen Euro auf die einzelnen Ressorts verteilt. Allein 150 Millionen Euro stehen im Einzelplan 30 dafür in Zukunft zur Verfügung. Zudem haben wir Mittel in Höhe von 44 Millionen Euro für die Infektionsforschung in Greifswald bereitgestellt, um ein Helmholtz-Institut zu gründen. Wenn 30% der Todesfälle weltweit durch Infektionskrankheiten verursacht werden und es auch in den westlichen Industrieländern durch eine Zunahme von Antibiotikaresistenzen gibt, dann sollten wir neben der von uns unterstützten nationalen Wirkstoffinitiative auch in die Aufklärung der molekularen Ursachen von bakteriellen und viralen Infektionskrankheiten investieren. Was sich kompliziert anhört, ist eigentlich ganz einfach. Es geht um die Entschlüsselung der Eiweißstruktur von Bakterien, um im besten Fall irgendwann Infektionskrankheiten unabhängig von Antibiotika behandeln zu können.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Bereich Bildung und Forschung geht es natürlich auch darum, Möglichkeiten zu bieten. Neugier zu Entdeckergeist werden zu lassen zum Beispiel. Ein Schlüsselwort bei der Verbindung von guter Bildung, Wissenschaft und Praxis ist die Anwendungsorientierung. Deshalb haben wir als Haushälter die praxisnahe Arbeit der Fachhochschulen weiter gefördert und als Koalition stellen wir weitere 10 Millionen Euro für die Forschung an Fachhochschulen zur Verfügung. Und dann gibt es noch die Grundlage von Forschung und Entwicklung, ob im Hightech-Labor oder als mittelständischer Tüftler. Eine gute schulische Bildung ist eigentlich die Grundlage von allem. Und hier liegt die Kompetenz nicht in Bundeshänden, sondern in der Verantwortung der Länder. Dennoch engagiert sich der Bund seit 1975 für die Schülerleistungswettbewerbe. Jugend forscht und seit 2019 für Jugend debattiert. Uns ist es ein Ansporn, Schüler darin zu unterstützen, und deshalb haben wir in den parlamentarischen Beratungen 500.000 zur Verfügung gestellt für Jugend debattiert und ebenso 500.000 Euro für Jugend forscht. Und die Möglichkeiten sind vielfältig, ob man debattieren möchte und Argumente austauschen möchte, das erlernen möchte. Wir unterstützen dies als Parlamentarier und ebenso unterstützen wir die mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich, in dem junge Leute eigenständige Forschungen anregen können und durchführen können und sich dort messen können. Ich fasse zusammen. Im Bereich Bildung und Forschung gehen wir gut aufgestellt in das kommende Jahr. Ich bedanke mich bei allen. Bei den Fachpolitikern, bei den Haushältern und vor allen Dingen bei meinen Mitberichterstattern für die kollegiale Zusammenarbeit, insbesondere bei meinem Kollegen Sven Schulz. Denn zu den Beratungen gehören viele Gespräche, Detailabstimmungen und das schon lange vor der Bereinigungssitzung. Mein Dank gilt ebenso der Ministerin und ihren Mitarbeitern. Und natürlich auch dem Ausschusssekretariat des Haushaltsausschusses und den Arbeitsgruppenmitarbeitern. Blicken wir gemeinsam auf eine gute Zukunft für Bildung und Forschung, für die wir uns weiterhin mit Nachdruck engagieren. Vielen Dank. Und den persönlichen Dank von Kerstin Radomski kann Sven Schulz, der SPD-Abgeordnete, dann nur zwei Redner später erwidern. Zuvor aber erhält das Wort Christoph Meyer. Er sitzt für die FDP im Haushaltsausschuss und hat möglicherweise hier und da an Akzenten eine andere Sicht auf die Dinge. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Ministerin Karliczek, kaum ein Ministerium hat so viel Einfluss auf unsere Welt von morgen wie Ihres. Und unabhängig von der Debatte, ob jetzt die Große Koalition 20 Millionen Euro mehr, noch nicht mal einen Inflationsausgleich in den Haushaltsberatungen auf den Ansatz 2019 draufgelegt hat, wenn man sich anguckt, was sie mit diesem Geld machen, müssen wir feststellen, dass es bestenfalls Schlafwagenpolitik, ziellos, ambitionslos. Sie gondeln durch die zahlreichen Arbeitsfelder in Ihrem Haus. Schwerpunktsetzung vermissen wir, wie auch schon in den letzten Jahren. So kann man die Zukunft nicht gestalten. Und besonders ärgerlich ist, dass Sie durch die Grundgesetzänderung ja doch eine sehr starke Aufwertung erfahren haben. Und bei aller Freude, wir haben das ja positiv begleitet als FDP, muss man doch festhalten, auch das haben meine Vorredner schon gesagt, dass über 50% der Etatmittel heutzutage bereits in ihrem Etat in Bund-Länder-Vereinbarungen langfristig gebunden sind. Und wenn man auf der anderen Seite sich vergegenwärtigt, dass gleichzeitig die Steuereinnahmen der Länder spätestens im Jahr 2021 höher sein werden als des Bundes, muss man ganz einfach sagen, dass hier das Ende der Fahnenstange erreicht ist und dass wir eigentlich eher aus dem Ausstieg der Unterstützer oder der Unterstützung der Länder kommen müssen, wenn wir eine gemeinsame Verantwortung als Bundespolitiker hier gerecht werden wollen. Und wenn man sich anguckt, wie Sie kalt erwischt wurden beim Digitalpakt von Andreas Scheuer und Olaf Scholz, dann wird einen schon Angst und Bange um die Wertigkeit offensichtlich von Ihrer Position im Bundeskabinett. Die Entscheidung zur Stundung der Zahlung der 5G-Lizenzerlöse wurde ohne Sie getroffen. Und offensichtlich vor allem deswegen, weil man wusste, dass Sie sich nicht wehren werden, dass man sie gar nicht fragen muss, gar nicht einbinden muss. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass neueste Studien zeigen, dass ein Drittel der Jugendlichen in Deutschland
keine Digitalkompetenzen haben, abgehängt sind im internationalen Vergleich. Die Schulen hängen immer noch hinterher bei der IT-Ausstattung und bei den didaktischen Konzepten. Und die Antwort, die dann von der Großen Koalition kam in der Bereinigungssitzung, waren 222 Millionen Euro mehr. Die ursprüngliche, das ist viel Geld, aber die ursprüngliche Aussage, das ursprüngliche Versprechen dieser Koalition waren 5 Milliarden Euro bis zum Ende der Legislaturperiode. Davon sind Sie auch mit diesen 222 Millionen Euro immer noch 3,2 Milliarden Euro entfernt. So betreiben Sie Bildungs- und Forschungspolitik in der Bundesregierung, meine Damen und Herren. Und bei der KI ist es ja genauso. Im letzten Jahr wurde uns noch groß versprochen, dass Sie ein Zukunftskonzept erarbeiten werden, eine Strategie vorstellen werden. Jetzt gibt es zwar 170 Millionen Euro mehr für KI-Professoren und es werden auch weitere 40 Millionen Euro in Ihrem Einzelplan verplant. Und in der Bereinigungssitzung gab es 500 Millionen Euro. Aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Art kaltes Buffet war. Jedes Ministerium, was ein bisschen Einfluss hatte, hat sich was gegriffen. Wie viel es war, das ist eher wahllos gewesen. Eine richtige Strategie ist das nicht, wird es auch nicht mit Ihnen als Ministerin. Einen Lichtblick gibt es bei den Selbstbewirtschaftungsmitteln, ein großes Thema in den letzten Haushaltsberatungen. Da scheinen wir offensichtlich das Peak erreicht zu haben. Ich kündige aber an, dass wir im nächsten Jahr da weiter drauf gucken möchten. Wir alle haben festgestellt, dass es so nicht weitergeht. Und Sie haben das ja auch angekündigt, dass Sie hier vermerkt ein Augenmerk drauf haben. Wir haben einen leichten Anstieg in diesem Jahr noch. Aber im nächsten Jahr muss dann auch wirklich in den Haushaltszahlen sichtbar sein, dass Sie hier Ihre Hausaufgaben machen. Und das werden wir nachhalten. Sprunginnovationsagentur, auch so ein Thema, wo Sie eine Idee von uns übernommen haben. Das freut uns zunächst erstmal. Aber wenn wir jetzt die Debatte, was die Implementierung angeht, verfolgen, dann wird einem doch schon ernst und bange. Weil am Ende des Tages ist es immer so, dass wir über öffentliches Geld reden und darüber reden, wie wir eine Kontrolle hinkriegen der Verausgabung der Mittel. Und bei Ihrem Ansatz, den wir in den Haushaltsberatungen gehört haben, dass nicht das Haus, nicht der Haushaltsausschuss, nicht die Ministerien hier in der Mehrheit entscheiden sollen, sondern offensichtlich aus der Wirtschaft die Mehrheit der Entscheidungsträger kommen sollen, haben wir zumindest ein Fragezeichen, ob hier die Mittel denn am Ende auch wirklich effizient ausgegeben werden. Wir werden, da wird der Kollege Sattelberger darauf hinweisen, wir haben im Jahr 2020 eine ganze Reihe Verbesserungsvorschläge gemacht und haben Ihnen gezeigt, wie es besser geht. Wir fordern Sie auf, dass Sie diese Anregung dann zumindest in den nächsten Haushaltsberatungen aufnehmen. Dann kann man vielleicht auch darüber diskutieren, ob wir Ihrem Einzelplan irgendwann mal zustimmen. So wird es bei einer Ablehnung bleiben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion war das der Haushälter Christoph Meyer, der die Ablehnung seiner Fraktion für diesen Einzeletat hier dokumentiert hat. Und jetzt ja schon angesprochen ist Sven Schulz, der Haushälter von der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mir ging es in dieser Woche in diesen Haushaltsberatungen so wie möglicherweise der Kollegin Radomski auch an der einen oder anderen Stelle. Ich habe bei einigen Beiträgen nicht so recht gewusst, ob ich mich nun wundern soll oder ob ich mich eigentlich ärgern sollte. Ich meine, dass die Opposition die Koalition kritisiert, das ist ihr gutes Recht, das ist ja sozusagen auch die Aufgabe, unterschiedliche Positionen darzustellen. Aber die Opposition sollte dabei doch sachlich korrekt und fair bleiben, anstatt ein Zerrbild zu zeichnen. Und Herr Meyer, auch Sie weigern sich beharrlich zur Kenntnis zu nehmen, dass die Aufwendungen des Bundes für Bildung und Forschung deutlich steigen. Und um das mal deutlich und klarer zu machen, will ich nur mal die großen Posten nennen, in welchen Bereichen wir mehr investieren. Begabtenförderung plus 40 Millionen. Lernen im Lebenslauf plus 50 Millionen. Verbesserung bei der beruflichen Aufstiegsfortbildung 140 Millionen. Hochschul- und Wissenschaftssystem plus 30 Millionen. Neue Technologien plus 40 Millionen. Lebenswissenschaften plus 50 Millionen. Grundlagenforschung plus 40 Millionen. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen plus 300 Millionen. Ganztag für Kinder in der Grundschule 500 Millionen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dazu
Und dazu kommen ja noch die Mittel für Bildung und Forschung, die gar nicht in diesem Einzelplan des Ministeriums stehen, sondern an anderen Stellen im Haushalt, im Energie- und Klimafonds, im Digitalpakt Schule, im kommunalen Schulsanierungsprogramm. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, Sie können sagen, dass wir das viele Geld irgendwie falsch einsetzen, dass wir andere Schwerpunkte setzen sollten. Lass uns darüber diskutieren, gerne. Aber erzählen Sie doch nicht das Märchen, dass diese Koalition zu wenig für Bildung und Forschung tut. Keine Koalition hat so viel für Bildung und Forschung getan. Keine vorher, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben, das hat Kollegin Radomski gesagt, ja, in den Haushaltsberatungen über den Regierungsentwurf hinaus noch Geld obendrauf gepackt und bewusst inhaltliche Akzente gesetzt. So stärken wir sehr deutlich die Fachhochschulen, indem wir den Titel Forschung an Fachhochschulen deutlich anheben und auch zusätzliche Mittel für europäische Hochschulnetzwerke vorsehen. Darüber hinaus wollen wir die Fachhochschulen fair in die deutsche Forschungsgemeinschaft einbeziehen. Das ist eine wichtige strukturelle Änderung, die wir hier im Haushalt verankert haben. Wir fahren die Mittel für die Arbeits-, Produktions- und Dienstleistungsforschung wieder und weiter hoch. Ich hatte in der ersten Lesung hier bereits angekündigt, dass wir uns mit dem Feld Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Arbeit 4.0 befassen werden. Das sind wichtige Themen aus ökonomischer Perspektive, aber auch ganz konkret für die Beschäftigten. Ebenso hatte ich in der ersten Lesung angesprochen, die Friedens- und Konfliktforschung, die wir nun besser ausstatten. Wir wissen alle, wie schwierig die Lage in der Welt ist, und wir brauchen da auch Impulse, wie Konflikte vermieden und beigelegt werden können. Und einmal mehr stocken wir die Alphabetisierungsarbeit auf. Wir stellen Geld zur Verfügung für die Neuauflage des Programms Frauen an die Spitze und das Professorinnenprogramm MINT. Und wir unterstützen die Max-Weber-Stiftung für Geisteswissenschaften. Weiterhin stärken wir die zivile Sicherheitsforschung. Wir haben vor einigen Jahren reagiert auf die Gefahren durch islamistischen Extremismus, aber wir sehen eben auch immer stärker, dass es eine zunehmende Gefahr durch politisch motivierte Extremisten gibt. Der Bereich Bildung und Forschung muss auch an der Stelle einen Beitrag leisten, und da ist die zivile Sicherheitsforschung ein Baustein. Und dazu gehört natürlich auch, und vielleicht in erster Linie, dass die Werte des Grundgesetzes vermittelt werden, möglichst früh, möglichst nachhaltig. Und darum bauen wir das angesprochene Programm Jugend debattiert aus. Wir müssen versuchen, bereits den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu vermitteln, dass diejenigen mit einer anderen Herkunft, mit einer anderen Meinung, mit einer anderen Religion nicht etwa Volldeppen, Gegner oder sogar Feinde sind, sondern respektable Mitglieder unserer gemeinsamen Gesellschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kolleginnen und Kollegen, ich habe wahrscheinlich gar nicht genug Zeit, die vielen Verbesserungen, die wir beschlossen haben in den Haushaltsberatungen, ausführlich zu behandeln. Wir stärken unter anderem die Gesundheitsforschung und die künstliche Intelligenz, Klimaschutz, Sofortprogramm Kohleausstieg, um den betroffenen Regionen neue Perspektiven zu eröffnen. Und wir haben nun noch mehr Geld für den Digitalpakt Schule, über 220 Millionen Euro. Insgesamt werden es 5 Milliarden. Was für ein Quantensprung, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Bereich. Und das alles sind natürlich Maßnahmen des Bundes in Bereichen, die mehr oder weniger in Landeskompetenz liegen. Bildung, Hochschule, auch Forschung. Eigentlich ist der Haushalt, über den wir hier reden, ein einziges riesiges Drehbuch für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Und wie erfolgreich seit vielen Jahren die Zusammenarbeit ist, auch wieder in diesem Haushalt mit großen Beträgen verankert. Beim Hochschulpakt, bei den Wissenschaftsorganisationen, in der beruflichen Bildung, auch im Schulbereich, wenn ich etwa an den Ganztag denke und. Ohne diese Bund-Länder-Kooperation sehe die Bildungs- und Wissenschaftswelt anders aus, nämlich sehr viel ärmer und schlechter, Kolleginnen und Kollegen. Trotzdem sind jetzt die Extremföderalisten aus Bayern und Baden-Württemberg aus dem Nationalen Bildungsrat ausgestiegen und haben auch gleich Beifall vom CDU-Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalen bekommen. Bayern weigert sich sogar, mit den anderen Ländern über die Sommerferienterminierung zu reden. Das muss man sich mal vorstellen. Bei so viel Engstirnigkeit kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Ich halte fest,
Die SPD bekennt sich klar zur Zusammenarbeit von Bund und Ländern für die Bildung. Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich auch herzlich bei allen Beteiligten an den Haushaltsberatungen, vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesregierung, des Bundestages, der Fraktionen und der Abgeordneten, aber natürlich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen und selbstverständlich insbesondere bei meiner Koalitions-Co-Berichterstatterin Kerstin Radomski. Herzlichen Dank. Sie hat recht. Das muss auch mal sein, dass man gemeinsam lachen kann. Mal schauen, inwieweit das jetzt weitergetragen wird von der nächsten Rednerin. Gesine Lütsch ist das nämlich die Sprecherin für Haushaltspolitik der Linksfraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bevor ich auf die Finanzlöcher, die es ja wirklich gibt, im Bildungshaushalt eingehe, etwas zu unseren Bildungszielen. Wir als Linke sagen, jede Schülerin und jeder Schüler muss wissen, Faschismus ist ein Verbrechen. Und deshalb sagen wir auch den Finanzministern aller Ebenen, Antifaschismus muss gemeinnützig bleiben. Und wer die Verfolgten des Naziregimes finanziell strangulieren will, der legt die Axt an die Wurzel unserer Demokratie. Das müssen wir gemeinsam verhindern. Meine Damen und Herren, Sven Schulz ist schon darauf eingegangen, Bayern will beim Nationalen Bildungsrat nicht mitmachen. Baden-Württemberg will auch aussteigen. Und das ist ein klares Signal der reichen Länder an die Ärmeren. Konkurrenz statt Solidarität. Die Linke sagt, das ist der falsche Weg. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Marlies Terpe, warnt vor einem riesigen Finanzloch. Für die Digitalisierung werden nach Berechnung dieser Gewerkschaft 21 Milliarden Euro benötigt. Der Digitalpakt sieht aber nur 5,5 Milliarden vor. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat uns gesagt, bei Schulen und bei Erwachsenenbildung fehlen Investitionen von 42,8 Milliarden Euro. Und der Investitionsbedarf an Hochschulen und Universitätskliniken liegt nach Auskunft der Kultusministerkonferenz bei knapp 50 Milliarden Euro. Bildung wird von dieser Bundesregierung stiefmütterlich behandelt. Das ist ein echtes Armutszeugnis für das Land der Dichter und Denker. So darf das nicht sein. Der Bundeshaushalt für Wissenschaft und Forschung, obwohl das hier versucht wurde, schön zu rechnen, stagniert in einer extrem dynamischen Welt. Und diese Regierung redet gern über die Reduzierung von Schulden, betet die schwarze Null an, aber kein Wort über die Reduzierung des Bildungsniveaus in unserem Land. Es herrscht Bildungsnotstand. Die Bundesregierung hat es nur noch nicht gemerkt. Bis 2025 werden 100.000 Erzieherinnen benötigt. Und ich sage Ihnen, es ist eine Frage der Generationengerechtigkeit, mehr Geld in die Bildung zu investieren. Und für mehr Bildung müssen wir gar nicht mehr Schulden machen. Wir können uns ja mal bei Vorschlägen orientieren aus den USA. Die Demokratin Elizabeth Warren hat einen Vorschlag für eine Superreichensteuer gemacht. Zahlen sollen sie nur Haushalte mit mehr als 50 Millionen Dollar Vermögen. Wie sich eine solche Superreichensteuer auf Deutschland auswirken würde, hat Stefan Bach, Steuerexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, ausgerechnet. Das Ergebnis: 18 Milliarden Euro mehr. Bezahlt würden das von den reichsten 8.100 Haushalten, also von den obersten 0,02%. Ich sage Ihnen, 18 Milliarden Euro mehr für Bildung, das wäre doch einmal eine richtige Hausnummer. Damit könnte man wirklich etwas anfangen. Der Bildungsnotstand trifft besonders die Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Nur ein Beispiel. Aktuell stehen den knapp 2,9 Millionen Studierenden in unserem Land bundesweit nur rund 240.000 öffentlich geförderte Wohnheimplätze zur Verfügung. Sie überlassen damit unsere Jugend den Immobilienspekulanten. Das darf noch nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Im aktuellen Wissenschaftsbarometer 2019 geht es um das Vertrauen der Menschen in die Wissenschaft. Das Vertrauen ist hoch, doch die Befragten erwarten von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie sich stärker in die öffentliche Debatte einbringen. Und ich halte diesen Wunsch für sehr berechtigt. Gerade jetzt,
Wo Menschen meinen, dass Wissenschaft eine Glaubensfrage sei, sollte die Wissenschaft auch beherzter in die Diskussion eingreifen. Und ich weiß und ich finde es gut, dass viele Klimaforscher die Bewegung Fridays for Future unterstützen. Und es ist auch gut, dass Students for Future in dieser Woche zum Klimastreik aufgerufen haben. Ihr Motto, wir diskutieren die Lösung und nicht die Ausreden. Ich finde, dieses Motto sollte die Bundesregierung übernehmen und danach handeln, meine Damen und Herren. Und wir erwarten, dass nicht nur die Klimaforscher aktiv werden, sondern alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Denn es geht nicht nur um das Klima, es geht auch um die Wissenschaftsfreiheit und um unsere Demokratie. Wir als Linke wollen, dass alle Kinder und alle Jugendlichen die gleichen Chancen auf Bildung haben. Und ich erinnere an einen Satz aus der Bayerischen Verfassung. Da steht nämlich, die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Ich habe den Eindruck, die Bayerische Schule hat bei Herrn Söder versagt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Und da kam doch noch mal das Stichwort zumindest indirekt drauf. Nationaler Bildungsrat, das ist eine Konstruktion, die im Koalitionsvertrag steht und die im Moment vor dem aussteht. Nächste Rednerin in dieser Debatte jetzt hier um den Einzelplan 30, Ekin Deligöz, Bündnis 90 Grüne. Wenn man in der Koalition so zuhört, finde ich das fast schon amüsant, wie Sie versuchen, hier diesen Etat zu rechtfertigen und das besser darzustellen, als es ist. Sie reden da etwas schön, was Sie aber nicht tun sollten. Sie haben, und da hat der Kollege von der FDP recht, die Steigerung von ganzen 19 Millionen Euro. Ja, Sie hatten Spielmöglichkeiten, dadurch, dass die Kompensationsmittel im Etat drin geblieben sind. Aber was haben Sie daraus gemacht? Sie haben die 500 Millionen in die Ganztagsschulprogramme reingegeben. Diese Mittel sind gesperrt, weil wir noch gar kein Gesetz dazu haben und können noch gar nicht abgerufen werden. Und dann gibt es ein Aufstiegsfortbildungsgesetz mit 126 Millionen. Und damit ist das Geld eigentlich futsch, aber von großen, großartigen, bahnbrechenden neuen Investitionen und Forschung und Wissenschaft können wir doch da überhaupt nicht reden. Das ist da gar nicht drin. Und da können Sie das drehen und wenden, wie Sie wollen. Das ist da nicht drin. Und zusätzlich müssen Sie auch noch die globale Minderausgabe von 548 Millionen einnehmen. Ja, und das müssen Sie aus den Programmtiteln entnehmen. Auch das schwächt diesen Etat. Und von den 3,5%, wozu Sie sich eigentlich mal committed haben für Forschung und Entwicklung, sind wir noch sehr weit weg in diesem Land. Und wenn Sie so weitermachen, werden wir auch noch sehr weit weg in Zukunft bleiben. Das Besondere an so einem Haushaltsverfahren, dass Sie eigentlich aus so einem Etat ablesen können, welche Schwerpunkte eine Ministerin setzt, wo sie etwas neu machen will, wo sie innovativ sein möchte. Und dann gucken wir uns diesen Etat rein und stellen fest, diese Ministerin verwaltet den Etat, aber sie gestaltet nicht, weil sie auch keine Gestaltungsideen hat. Weil sie die auch nicht hat. Und wenn sie mal die Initiative ergreift, dann geht das schief. Entweder ist sie sehr ungeschickt oder sie ist wahlweise intransparent. Und ich will Ihnen da zwei Beispiele geben. Im August haben Sie groß in der Zeitung angekündigt, dass Sie zusätzlich 1,4 Milliarden für den Bereich Klimaforschung investieren wollen. Das hat uns Grüne erfreut. Das ist eine gute Sache. Und dann haben wir nachgefragt, gehofft, gebannt, uns an Ihre Seite gestellt und rausgekommen ist das absolute Nichts. Nichts. Sie werden diese 1,4 Milliarden nirgends finden. Versprochen gebrochen, definitiv nicht eingehalten. Und das, obwohl es wirklich Grund dafür gäbe, da mehr Geld zu investieren. Das zeigt Ihnen auch Ihr Klimamonitoringsbericht, den Sie selber endlich auch mal lesen und ernst nehmen sollten. Ein zweites Beispiel. Batteriezellenforschung. Halbe Milliarde, viel Geld, ja, viel Geld. Zukunftsweisende Technologie unterstützen wir. Ist ein Teil von diesem Innovationsstandort Deutschland. Eine gute Sache. Und ich frage mich, wie man so viel Geld ausgeben kann und das kommunikativ so in den Sand setzen. Anstatt da etwas Positives dahinter zu verkaufen, haben Sie es zerredet. Sie haben es durch Ihre intransparente Art kaputt gesprochen. Und jetzt fließt zwar das Geld, aber keiner möchte das mit großen Freuden einnehmen. Warum? Sie haben dafür gesorgt, dass es auch keiner richtig nachvollziehen kann. Es ist gut und wichtig, und ich freue mich darüber, dass der Haushaltsausschuss der grünen Idee nachgefolgt ist, den Bundesrechnungshof darum zu bitten, da Sachlichkeit reinzubringen. Das ist das, was wir in diesem Land brauchen. Transparenz und Sachlichkeit. Das steigert auch die Akzeptanz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was mich aber am meisten
in diesem Etat stört, ist, dass Sie eigentlich mit dem, was Sie machen, auf die Zukunftsfragen unserer Zeit keine Antworten haben. Sie sind sich noch nicht mal der Potenziale bewusst, die in diesem Etat drin stecken. Sie sind sich noch nicht mal bewusst, wie wichtig dieser Etat ist, damit wir einen Innovationsstandort Deutschland voranbringen. Denn dafür brauchen wir Forschung und Wissenschaft und die Investitionen in unsere Kinder. Dafür brauchen wir die besten Schulen für unsere Kinder in diesem Land. Und in den Fragen der sozialen und ökologischen Wende bleiben Sie weit hinter dem zurück, was eigentlich möglich wäre. Sie bleiben da weit hinter dem zurück, und das sage nicht nur ich, das sagen übrigens auch viele Wissenschaftsinstitutionen. Und heute im Handelsblatt habe ich gelesen, das sagt sogar die deutsche Wirtschaft an der Stelle. Frau Ministerin, Zukunft gibt es nicht zum Nulltarif. Wer Zukunft will, muss investieren und muss Mut zum Gestalten haben. Sie haben weder Mut noch haben Sie die Ideen, und deshalb werden wir mit Herrn auch nicht zustimmen können. Die grüne Abgeordnete Ekin Deligöz, Mitglied im Haushaltsausschuss, die hier nochmal den kritischen Punkt Batteriezellenfabrik aufgerufen hat. Darauf kann die Ministerin jetzt wirklich persönlich reagieren. Anja Karliczek am Pult zu Ihrem Einzelplan. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Deligöz, was meinen Sie denn, wo wir 18,3 Milliarden Euro lassen? Das ist der größte Haushalt, der jemals für Bildung und Forschung zur Verfügung stand. Und damit können wir, glaube ich, schon sagen, dass diese Regierung Prioritäten setzt, nämlich für Bildung und Forschung. Und seit diese Bundeskanzlerin im Amt ist, sind die Ausgaben für Bildung und Forschung um 140% gestiegen. Hinzu kommt, und das haben die Kollegen gerade hier schon sehr schön auseinanderdividiert, hinzu kommt das Geld für den digitalen Wandel an unseren Schulen. Hinzu kommt das Geld für die steuerliche Forschungsförderung. Insgesamt sind wir bei 25 Milliarden Euro, die wir für Bildung, Wissenschaft und Forschung investieren. Und ich möchte an dieser Stelle den Kollegen danken, sowohl Kerstin Radomski als auch Sven Schulz, die uns herzlich unterstützt haben, bei diesen Haushalt aufzustellen und die dafür eben auch großen Einsatz gezeigt haben. Wir stehen an einer sehr entscheidenden Stelle. Viele Themen sind schon angesprochen worden. Klimawandel, Energiewende, Digitalisierung und Globalisierung sind nur einige Stichworte. Und es sind alles große Aufgaben, und es sind Dinge, die gemeinsame Anstrengungen erfordern. Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir sie auch zusammen angehen. Denn Deutschland hat die gut ausgebildeten Menschen, Deutschland hat die politische Kraft und Deutschland hat den finanziellen Handlungsspielraum. Wir sind aktuell eine der stärksten Forschungsnationen der Welt. 2018 hat Deutschland 3,1% des Bruttoinlandsproduktes in Forschung und Entwicklung investiert. Und diese Zahl zeigt, dass wir stetig mehr investieren, denn bis 2025 wollen wir das 3,5%-Ziel erreichen. Wir wollen Innovationsland Nummer 1 bleiben. Und deshalb setzen wir in dieser Legislaturperiode auf ein Feuerwerk an Maßnahmen. Und ich will nur einige davon nennen. Unter anderem die Wissenschaftspakte. Noch nie gab es in Deutschland für Hochschulen und für Forschung so viel Verlässlichkeit und Stabilität. Mehr als 160 Milliarden Euro investieren Bund und Länder in den Jahren 2021 bis 2030. Deutschland bietet damit Rahmenbedingungen wie kein anderes Land dieser Welt. Und ich denke, wir können gemeinsam stolz darauf sein, denn es ist richtig, dass wir Forschung und Entwicklung so viel Verlässlichkeit bieten, denn wir erwarten ja auch einiges von Ihnen. Wir brauchen die Höchstleistungen aus der Wissenschaft. Und genauso gilt es für die Agentur für Sprunginnovationen, die schon genannt worden ist.
Auch aus Grundlagenforschung neue Marktideen zu entwickeln, ist der Trend der Zeit. Wir brauchen nur mal das World Wide Web und das Smartphone anzuschauen, denn das zeigt, was der Trend der Zeit ist. Und genau diese Wege jetzt als Staat zu unterstützen, das ist auf der einen Seite neu und auf der anderen Seite mutig, aber ich glaube wichtig. Denn disruptive Ideen aufzugreifen und umzusetzen, muss Anspruch des Innovationslandes Deutschland sein. Genau. Lassen Sie mich auch die steuerliche Forschungsförderung ansprechen. Die steuerliche Forschungsförderung kommt genau zur richtigen Zeit. Wir brauchen jetzt alle Kräfte, um den Wandel zu gestalten. Und gerade mittelständische Unternehmen und Start-ups können im Geist von Freiheit und Verantwortung einen großen Beitrag leisten. Mit Freiheit, die Forschungsthemen selbst zu bestimmen und in Verantwortung daraus kreative Geschäftsmodelle und innovative Geschäftsmodelle dann zu kreieren. Quantentechnologien will ich ansprechen. So wie wir uns vor über 30 Jahren um das Nischenthema künstliche Intelligenz gekümmert haben, so werden wir heute durchstarten bei der Erforschung von Quantentechnologien. Und der erste europäische Quantencomputer wird in Deutschland stehen. Und diesmal soll auch der Durchbruch und die wirtschaftliche Verwertung als erstes in Deutschland gestehen. Aber wir wollen eben nicht nur Forschungsthemen auf unsere Agenda setzen, wir haben auch den Wunsch, Anschluss an die Weltspitze in der Bildung zu halten. Wir haben den Digitalpakt auf den Weg gebracht. Mittlerweile haben alle 16 Bundesländer ihre Förderbekanntmachungen veröffentlicht. Jetzt kann es überall losgehen, denn die intensive Auseinandersetzung um den Wandel zur Bildung in der digitalen Welt nimmt gerade erst richtig Fahrt auf. Die Entwicklungen sind rasant schnell und der Höhepunkt scheint mir noch nicht erreicht zu sein. Denn auch in der Bildung stehen wir mittlerweile im internationalen Wettbewerb. Und gerade in den nächsten Tagen wird sich dann auch zeigen, wo wir im internationalen Vergleich stehen. Und last but not least, auch die Frage, wie wir am besten und am nachhaltigsten unser Klima schützen können, wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Allein in dieser Legislaturperiode werden wir unsere Investitionen in die Klimaforschung um 50% auf 2,3 Milliarden Euro erhöhen. Und um das hier noch mal klar und deutlich zu sagen, wir investieren seit Jahrzehnten in die Klimaforschung und viele Erkenntnisse aus der Wissenschaft haben wir, weil die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Forschung dazu seit Jahrzehnten finanziert. Und jetzt kommt noch das Klimapaket dazu. Damit setzen wir ein Zeichen für Klimaschutz durch innovative Technologien. Wir rücken Innovationen in den Mittelpunkt. Denn wir wollen Industrieland bleiben, wir wollen Arbeitsplätze erhalten und wir wollen weiterhin unsere Autos nutzen, gerade im ländlichen Raum. Wir fördern Technologien und systemische Forschung, zum Beispiel mit unserer nationalen Wasserstoffstrategie. Sie verzahnt Klima, Energie, Industrie und Innovationspolitik. Und grüner Wasserstoff ist ein Kristallisationspunkt, an dem sich entscheidet, ob die Energiewende funktioniert. Wir machen Deutschland zu einem Vorreiter bei grünem Wasserstoff. Wir schaffen damit technologisches Know-how und Deutschland muss in diesen innovativen Technologien eine Vorreiterrolle einnehmen. Wir wollen energetisch vielfältig und technologisch spitze bleiben. Beim Wasserstoff, bei der Batterie, aber auch bei den synthetischen Kraftstoffen. Deutschlands Energieversorgung muss klimaschonend und nachahmenswert werden. Einen weiteren Punkt will ich noch thematisieren. Die größte Kraft steckt in der kleinsten Einheit. Und Entscheidungen dort zu lassen, wo auch die Verantwortung liegt, ist Teil unseres Erfolges in Deutschland. Aber eine wohlwollende Zusammenarbeit aller Teile für das große Ganze ist wichtig. Die Welt wächst immer weiter zusammen. Die Digitalisierung macht es möglich. Und gleichzeitig haben unsere Wettbewerber in China und den USA eine Dynamik, die uns in nie dagewesener Weise fordert. Und deshalb ist es unerlässlich, dass wir in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern schneller werden. Und lassen Sie es mich einmal offen sagen. Unser föderaler Staat ist so aufgebaut, dass auch die Länder gesamtstaatliche Verantwortung tragen.
Wir reden in diesen Tagen viel über die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen. Und das heißt dann auch gleichwertige Bildungschancen. Und hier haben wir definitiv noch Luft nach oben. Denn wenn wir in der Bildung überall in Deutschland Spitze sein wollen, dann müssen wir die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in einer Welt im Wandel erneuern. Denn nicht mehr die Bundesländer untereinander sind Wettbewerber. Unsere Wettbewerber in der Bildung sitzen in Singapur, Japan und Estland. PISA lässt grüßen. Bildung ist auch, Traditionen zu leben und vor Ort verwurzelt zu sein. Aber alle jungen Menschen müssen gleiche Chancen in der Bildung haben. Und deswegen will ich auch hier und heute noch einmal dafür werben, dass wir unsere Ziele, unsere gemeinsamen Ziele nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Hohe Qualität in der Bildung überall in Deutschland, vergleichbare Bildungsstandards und Transparenz der Bildungssysteme innerhalb Deutschlands. Das erwarten Eltern und Kinder überall in Deutschland zu Recht von uns. Und wir arbeiten hier für alle Menschen in unserem Land. Und deswegen wollen sie alle Lösungen auch von uns sehen. Vielen Dank. Die Bundesministerin Anja Karliczek, Ministerin für Bildung und Forschung, hat hier ihren Etat noch einmal verteidigt. Auf konkrete kritische Fragen ging sie nicht ein, sondern sie hat noch einmal auf den Aufwuchs des Etats hingewiesen. Nächster Redner in der Debatte, Markus Bühl von der AfD-Fraktion, Mitglied im Haushaltsausschuss. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer an den Bildschirmen, dank der Bereinigungssitzung sinkt der Haushaltsansatz für das Forschungs- und Bildungsministerium nicht, sondern er steigt leicht an. Nur bedeutet viel nicht zwangsläufig, dass es viel bringt. Wenn man sich den Einzelplan anschaut, bekommt man den Eindruck, es handelt sich um einen bunten Gemischtwarenladen. Ganztagsbetreuung hier, Digitalpakt Schule dort, Sofortprogramm Kohle, Lehrerbildung oder Forschung. Mit der Grundgesetzänderung des letzten Jahres verwässert unser Föderalismus immer mehr. Der Bund greift in die Kernkompetenzen der Länder ein. Dazu hat sich der Bund langfristig mit erheblichen Mitteln gebunden, die eigene Handlungsspielräume einschränken. Mit dem Digitalpakt Schule dringt der Bund flächendeckend in den Schulbereich vor. Meine Damen und Herren, das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Da lässt es sich leicht vorstellen, dass wir irgendwann auch einen verfassungsrechtlichen Weg finden, den massiven Investitionsstau der Länder aufzufangen bei der notwendigen Sanierung von Schulgebäuden oder dem Lehrermangel in einigen Bundesländern. Und der Investitionsstau bei Schulgebäuden ist mittlerweile ein massives Problem. Was nützt das neueste Tablet, wenn die sanitären Einrichtungen nicht funktionieren oder der Putz von den Wänden fällt? Bildung ist eine Kernaufgabe der Länder. Wenn es den Bundesländern zum Teil nicht umfassend möglich ist, ihrem Bildungsauftrag nachzukommen, dann müssen wir über einen neuen Steuerverteilungsschlüssel diskutieren, der sie dazu in die Lage versetzt. Aber so wie wir jetzt verfahren, ein wenig hier, etwas dort, verwässern wir den Föderalismus weiter und fördern eine Abhängigkeit vom Wohlwollen des Bundes. Ein weiteres Beispiel des falschen Weges ist der Einstieg des Bundes in die Grundfinanzierung von Landeseinrichtungen. Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung soll 2020 in die Charité integriert werden. Der Bundesrechnungshof hat dazu einen kritischen Prüfbericht vorgelegt und beanstandet, dass 2017 und 2018 Bundesmittel durch das Ministerium über Bedarf veranschlagt wurden. Eine Antwort, warum dies so sei, ließen Sie, Frau Ministerin, in der Haushaltsberatung offen. Außerdem wies der Rechnungshof darauf hin, dass ein hohes Risiko der Quersubventionierung besteht. Sie, Frau Ministerin, strahlten in der Einzelplanberatung Zuversicht aus, dass schon alles gut gelingen werde. Jedoch, und da unterstützen wir voll die Position des Rechnungshofes, bedarf es von Ihrer Seite einer klaren Vereinbarung mit dem Land Berlin sowie konkreter Förderbescheide, um Quersubventionierungen zu vermeiden und für eine transparente Mittelvergabe zu sorgen. Abschließend noch einige Bemerkungen zum Entwurf. Der Schwerpunkt neue Technologien, Digitalisierung und künstliche Intelligenz ist verglichen mit anderen Punkten aus unserer Sicht unterrepräsentiert. Für KI-Professoren sowie den Auf- und Ausbau von KI-Kompetenzzentren sind 2020 nur 39,5 Millionen Euro vorgesehen. Frau Karliczek, verglichen mit anderen Ländern ist das nicht gerade der große Wurf. Auch zweifle ich, dass die vielbeschworene Agentur für Sprunginnovationen besonders große Sprünge machen wird. Aus unserer Sicht kommt im vorgelegten Haushaltsentwurf die Förderung der beruflichen Bildung zu kurz.
Wir als AfD-Fraktion setzen uns für die Aufwertung der beruflichen Bildung und des Handwerks ein. Wir können stolz sein auf unsere Handwerker und Industriearbeiter, die die deutsche Qualität weltweit bekannt gemacht haben. Sie gehören gefördert und unterstützt. Auf diesem Weg liegt noch ein gutes Stück Arbeit vor uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Der nächste Redner für die SPD-Fraktion, der Kollege Oliver Kaczmarek. Herr Präsident, meine Damen und Herren, so Haushaltsdebatten, die haben ja manchmal die Eigenart, dass man über einzelne Positionen gar nicht mehr so richtig im Blick hat, was die politischen Ziele eigentlich sind, die wir mit diesem Haushalt verbinden und wie wir sie versuchen umzusetzen. Und deswegen will ich da anknüpfen, wo mein Kollege Sven Schulz auch schon begonnen hat und einige Ziele noch mal aufgreifen. Zum einen, wir haben mit der Änderung des Grundgesetzes ein neues Kapitel für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Bildungszusammenarbeit aufgeschlagen. Wir wollen mehr Vergleichbarkeit, wir wollen mehr Zusammenarbeit, wir wollen mehr Investitionen in die Bildungsinfrastruktur. Und wir sehen beim Digitalpakt Schule gerade, wie das in unseren Schulen auch ankommt, in unseren Wahlkreisen ankommt. Und wir wollen keinen Zentralismus aus Berlin, sondern wir wollen einen neuen, einen kooperativen Bildungsföderalismus statt der Ego-Trips einzelner Bundesländer, die wir im Moment gerade besichtigen können. Und deshalb noch einmal ein Hinweis zum Nationalen Bildungsrat, Frau Ministerin. Es hat mich gewundert, dass Sie das gar nicht angesprochen haben. Unser Ziel ist, mit dem Nationalen Bildungsrat einen bereichsübergreifenden Blick auf Bildung zu bekommen, weil Bildung sich eben nicht mehr an einzelne Sektoren koppeln lässt. Wir wollen die Wissenschaft einbeziehen, das also ergänzen, was die KMK gar nicht an der Stelle leisten kann strukturell. Und wenn es nach der SPD ginge, dann hätten wir, Sie kennen unseren Kompromissvorschlag, sofort mit dem Bildungsrat losstarten können. Nur leider haben sich Bayern und Baden-Württemberg entschieden, eine schwarz-grüne Verhinderungsallianz zu bilden. Und deswegen sage ich an der Stelle auch, diese taktischen Spiele, die dürfen nicht auf dem Rücken der Bildungschancen von jungen Menschen ausgetragen werden. Und deswegen ist meine Erwartungshaltung schon, Frau Ministerin, dass jetzt nicht allein die Länder gefordert sind, sondern Sie sind die Bundesministerin. Wir haben einen Koalitionsvertrag. Sie haben einen Auftrag, weiterhin für den Nationalen Bildungsrat entschieden zu kämpfen. Zweites Ziel. Das deutsche Wissenschaftssystem bekommt Planungssicherheit über ein Jahrzehnt. Hochschulen können verlässlich planen. Mit dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre haben wir eine solide Grundlage für die Verbesserung der Lehrqualität. Und wir wissen nicht, was in 10 Jahren ist, politisch beispielsweise. Aber die Forschungseinrichtungen in diesem Land, die wissen heute schon, dass sie in den nächsten 10 Jahren ihre Budgets nicht nur halten, sondern jährlich um 3% erhöht bekommen. Und das ist ein einzigartiges Commitment, was wir geschaffen haben zwischen Bund und Ländern mit den Partnern in Wissenschaft und Forschung. Das bringt die Forschung richtig voran. Unsere Erwartung jetzt ist ganz klar. Wir wollen Verbesserungen bei der Qualität der Lehre. Wir wollen das auch erreichen durch mehr unbefristete Beschäftigungsverhältnisse für Daueraufgaben. Und da müssen wir als Bund auch die Hochschulen an der Stelle zusammen mit den Ländern fordern. Drittes Ziel. Wir sind in diesen 2 Jahren unserer Regierungsverantwortung der Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung deutlich näher gekommen. Das Berufsbildungsgesetz schafft einen modernen Rahmen für die berufliche Bildung. Und es hat eben nicht nur die Mindestausbildungsvergütung eingeführt, was ein Wert an sich ist und was ein großer bildungspolitischer Erfolg ist, dass wir das geschafft haben. Es hat eben auch die Rahmenbedingungen für die Auszubildenden und für die Prüferinnen und Prüfer insgesamt besser gestaltet. Und es schafft Aufstiegswege für beruflich Qualifizierte. Und deswegen werden wir noch in diesem Jahr, und die Vorsorge, Herr Schulz hat es gerade angesprochen, ist ja in diesem Haushalt schon angelegt, wir werden in diesem Jahr noch das Aufstiegs-BAföG anfassen, strukturell verbessern, weil wir wollen, dass Meister und Master wirklich gleichwertige Optionen werden. Vierter Punkt. Investitionen in Bildung und Forschung leisten natürlich auch einen erheblichen Beitrag zur Innovationsfähigkeit unseres Landes und unserer Volkswirtschaft. Dauerhaft und garantiert setzen wir daran an mit dem Pakt für Forschung und Innovation, was hier auch schon gerade erwähnt worden ist. Wir investieren darüber hinaus in Zukunftsfelder, Mobilitätsforschung, künstliche Intelligenz, die Arbeitsforschung, um die Transformation zu begleiten. Wir setzen die Hightech-Strategie um und vieles andere mehr.
Uns ist besonders wichtig an der Stelle, dass wir mit diesem Haushalt eben die Leistungen der Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Fachhochschulen deutlich anerkennen und deutlich stärken. Wir erhöhen jetzt kräftig die Forschung, den Forschungstitel für die Fachhochschulen im Bundeshaushalt und haben uns gleichzeitig als Koalition darauf verständigt, dass wir künftig dauerhaft mit einem verlässlichen Aufwuchs operieren wollen, auch für die Fachhochschulen, weil es deren strukturpolitische Bedeutung in einer Zeit des Wandels deutlich unterstreicht. Und ich komme auch noch mal zum Schluss einmal zu der steuerlichen Forschungsförderung, weil mich gestern doch ein bisschen irritiert hat in der Generalaussprache, dass die Bundeskanzlerin und Herr Brinkhaus hat sich ähnlich geäußert, jetzt noch mal die Unternehmensbesteuerung insgesamt anfassen will. Ich habe die Stelle im Koalitionsvertrag gar nicht gefunden und hätte mir eigentlich gewünscht, dass hier in der Debatte deutlich gemacht worden wäre, wir haben die Unternehmen ja an der Stelle entlastet, und zwar die, die insbesondere in Forschung und Innovation investieren, weil wir der Meinung sind, wir brauchen keine Förderung, keine Entlastung mit der Gießkanne, sondern wir brauchen gezielte Förderung von Forschung und Innovation, und das haben wir mit 1 Milliarde Euro für die Forschungsförderung geschafft. Deshalb, die Richtung stimmt, es gibt aber noch viel zu tun. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion war das deren Sprecher für Bildung und Forschung, Oliver Kaczmarek, auch noch mal mit dem Hinweis auf den Bereich Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Innovation. Da übrigens 7 Milliarden Euro, die da reingehen. Jetzt Thomas Sattelberger, FDP-Fraktion, Sprecher für Innovation, Bildung und Forschung. Ein toller Tag heute. Nicht wegen dem Etat, liebe Frau Ministerin. Meine Mutter Hertha Sattelberger hat heute ihren 95. Geburtstag und sie sieht mir heute zu. Herzlichen Glückwunsch. Nun zur Sache. Der Bundestag entscheidet in dieser Woche, wie viel Geld dieses Land in die Vergangenheit, die Gegenwart oder in die Zukunft steckt. Bildung und Forschung sind das Lebenselixier und die Zukunft jeder Nation. Das führt zu gebildeten und kreativen Menschen, zu Innovation, Arbeit, Wohlstand und soziale Sicherung für 83 Millionen Frauen und Männer hierzulande. Doch der Haushaltsentwurf und die Anträge sprechen eine andere Sprache, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung schreibt linear das Alte fort, das langweilt mich tödlich. Die Linken holen Anträge aus der Muttenkiste, gut für den Staubsauger. Die Grünen zukunftsbesessen, aber mit ideologischer Brille. Und die AfD ist immer noch dabei, sich einzuarbeiten. Wir Freien Demokraten sind in diesem Hause die Einzigen, deren Anträge sich durch experimentelle Neugierde, durch Zukunftsentwürfe und durch den Bruch mit alten Routinen auszeichnen. Da mögen Sie lachen. Das Alte kommt aus dieser Ecke und das Neue kommt von hier. Deswegen haben wir über 1 Milliarde Euro zusätzlich beantragt. Sauber gegenfinanziert. Selbst Kollege Tankred Schipanski musste diese saubere Gegenfinanzierung sicherlich etwas verschämt zugestehen. Wir wollen ein BAföG, das jeden Menschen unabhängig vom Elternhaus Studium und Leben gestalten lässt. Wir wollen eine Exzellenzinitiative berufliche Bildung statt Bachelor Professionals. Und wir wollen eine Öffnung akademischer Begabtenförderwerke für beruflich Qualifizierte. Studenten erhalten 4-mal mehr Stipendien als Azubis, Frau Ministerin. Darüber haben Sie noch gar nicht nachgedacht. Und wir sind die Einzigen, meine Damen und Herren, die neben der Digitalisierung auch die Biologisierung und die Raumfahrt im Auge haben. Die großen Zukunftsfelder. Hier drücken sich ja die Grünen immer wieder. Robert Habeck hat ja bei der Gentechnik vorsichtig seine große Zehe herausgestreckt durch den Türspalt. Sie wurde aber gleich eingequetscht. Obwohl grüne und rote Gentechnik gegen den Hunger in dieser Welt helfen und gegen tückische Krankheiten, sind wir die Einzigen, die dafür auch die entsprechenden finanziellen Positionen fordern. Deutschland braucht eine starke Gentechnik. Und Deutschland braucht einen New Space Forschungsfonds.
und mehr Investitionen Intelligenz. Nicht nur in die Intelligenz dieser Regierung, sondern auch in die Intelligenz der KI-Strategie. Wir haben zunehmend auch Vorschläge gemacht, wie unsere fetten Katzen wieder etwas gelenkiger werden können. Damit meine ich nicht die Forscherinnen und Forscher, sondern die schwerfälligen Tanker, die Fraunhofers, Max Planck, Leibniz und Helmholtz. Denn die müssen natürlich wieder agiler werden, experimenteller, kreativer. Und natürlich, das geht, wenn man an neue Zielgrößen und Steuerungsmechanismen denkt. Und für ländliche Regionen jenseits der großen Metropolen fordern wir dringend die nötige Innovationsbrücke zwischen umsetzungsfreudigen Hochschulen und kleinen und mittleren Unternehmen und der Gesellschaft, die deutsche Transfergemeinschaft. Lieber Herr Kaczmarek, Fachhochschulen kriegen ein jämmerliches Almosen und Universitäten 30 Mal mehr für die Forschung als Fachhochschulen für ihre anwendungsorientierte Forschung. Das muss sich ändern. Gar nicht zu reden von Maßnahmen für die systematische Gewinnung internationaler Spitzentalente aus Wissenschaft, Forschung und Softwareentwicklung für dieses Land. Hätte die Bundesregierung auf uns gehört, sie hätte für die vollmundig angekündigten und proklamierten KI-Professuren nicht nur zwei Kandidaten, sondern sie hätte deutlich mehr und hunderte mehr an Postdocs für die künstliche Intelligenz. Aus Prinzip müssen die Koalitionsfraktionen unsere Anträge ablehnen. Eigene Ideen haben sie ja nicht auf den Tisch gelegt. Frau Ministerin, Frau Karliczek, der Speck rutscht Ihnen weg. Schade. Der Redebeitrag von Thomas Sattelberger, FDP-Fraktion, der so vor seiner politischen Laufbahn auch eine lange Karriere als Manager hatte, war unter anderem Personalvorstand bei der Deutschen Telekom. Jetzt Sören Pellmann von der Linksfraktion, Sprecher für Inklusion und Teilhabe. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als letzter Tagesordnungspunkt am heutigen Tag sprechen wir über Bildung und Forschung. Das hat hoffentlich nichts mit der Wertigkeit von Bildung innerhalb der Großen Koalition zu tun. Meine Kollegin Gesine Lötsch ist ja bereits in ihrem Beitrag auf grundlegende Punkte und unsere Anträge eingegangen. Als Lehrer und Bildungspolitiker werde ich auf zwei Schwerpunkte aus dem Bildungsbereich eingehen. Dabei will ich, auch das ist ja heute von Einzelnen schon genannt worden, auf eine Kritik eingehen. Offenbar haben Bayern und Baden-Württemberg kein Interesse an gemeinsamen Wirken für eine bessere Bildungspolitik. Oder warum wird von dort der Nationale Bildungsrat so entschieden abgelehnt? Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen hatten aber nicht nur etwas damit zu tun, aus welchem Bundesland man kommt. Bereits seit den 2000er Jahren wurde in mehreren Studien dargelegt, soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit führt auch zu Bildungsungerechtigkeit. Hier sagt die Linke, Bildungschancen dürfen nicht vom sozialen Status und Geldbeutel der Eltern abhängen. Auch deshalb müssen wir heute in Zukunft investieren, besonders im Bildungsbereich ist das dringend erforderlich. Ich zitiere: Zur Verbesserung der Bildung werden wir eine Investitionsoffensive für Schulen auf den Weg bringen. Diese umfasst zusätzlich zum laufenden Schulsanierungsprogramm die Unterstützung der Länder bei ihren Investitionen in die Bildungsinfrastruktur. Wer könnte das geschrieben haben? Klar, es könnte ein Antrag der Linken sein. Aber nein, es steht so in Ihrem Koalitionsvertrag. Also liefern Sie endlich. Ich kenne viele Schulen von innen und von außen. Wie sieht denn die Realität dort aus? Zu viele befinden sich immer noch in einem baulichen Gammelzustand. Ich erinnere mich da an Schülerinnen und Schüler meiner vierten Klasse. Sie haben es vermieden, auf die Toilette zu gehen, diese zu benutzen, weil diese einfach nur gammelig und eklig war. In anderen Schulen mussten Keller wegen Schimmel geschlossen werden. Turnhallen wurden abgeschlossen, Klassenräume sind zu wenig da. Dazu können sicherlich der eine oder andere hier im Raum weitere Beispiele beisteuern. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, auch darauf ist Kollegin Lötsch schon eingegangen, beziffert den Investitionsrückstau im Bereich Schule auf 42,8 Milliarden Euro. Und dieser Bedarf ist in den letzten Jahren nicht weniger geworden, sondern er ist gestiegen. Als Stadtrat von Leipzig weiß ich natürlich um die Verantwortung der Kommunen. Auch das ist hier schon benannt worden. Immerhin sind 96% aller Schulen in kommunaler Hand.
In Leipzig zum Beispiel haben wir ein Investitionsprogramm bis 2025, im Übrigen SPD, Grüne und Linke zusammen, von 500 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Das geht nur durch Verzicht und den Wegfall weiterer Aufgaben. Aufgrund unzureichender Fördermittel werden diese dringenden Investitionen bereits jetzt mit bei einzelnen Maßnahmen bis zu 100% aus kommunalen Mitteln finanziert. Hier ist der Bund in Verantwortung. Handeln Sie! Dazu kommt, dass Baukosten mittlerweile im Schnitt deutlich gewachsen sind. In einzelnen Gewerken beträgt die Steigerung bis zu 70%. Das ist eine zunehmende Herausforderung für alle Kommunen. Ohne zusätzliche finanzielle Mittel vom Bund wird das nicht zu schaffen sein. Und ein zweites Problem treibt mich um. Wenn wir das gerade erwähnte Bauprogramm umgesetzt haben, stehen wir vor dem nächsten Problem, dem Lehrerinnen- und Lehrermangel. Als Lehrer, der aus Sachsen kommt, habe ich das Problem Lehrermangel hautnah erleben dürfen. Der Freistaat Sachsen hatte zugesichert, dass vor jeder Klasse eine Lehrperson stehen wird. Dass vor jeder Klasse eine Lehrerin oder ein Lehrer steht, konnten sie hingegen nicht sicherstellen. Laut Kultusministerkonferenz fehlen alleine bis 2025, ist nicht mehr so lange hin, an Grundschulen 15.300 Lehrerinnen und Lehrer. Die Bertelsmann-Stiftung geht sogar von 26.300 aus. Die Lösungen kann langfristig nur lauten, investieren wir in die Zukunft, in attraktive Lernumgebungen, aber auch in attraktive Ausbildung. Stärken wir gemeinsam auch die Attraktivität des Lehrerberufs. Bund und Länder verantworten durch Wegsehen weiterhin eine Bildungskatastrophe. Nehmen Sie also, liebe GroKo, Ihren Koalitionsvertrag ernst und investieren Sie jetzt mehr in Bildung. Vielen Dank. Kritische Anmerkungen waren das von Sören Pellmann, von der Linken, Sprecher für Inklusion und Teilhabe, von der Bündnis 90 Grünen Fraktion, jetzt die Sprecherin für Bildungspolitik, Margit Stump. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Ministerin Karliczek, der Haushalt Ihres Ministeriums macht zwei Punkte deutlich. Die fehlende Unterstützung für Sie am Kabinettstisch und Ihr mangelndes Interesse an guter Bildung und gleiche Chancen für alle. Das ist tragisch, denn Sie stehen dem Zukunftsministerium schlechthin vor, haben die Hebel für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Chancengerechtigkeit in der Hand und gehen trotzdem die drängenden Themen der Bildungspolitik nicht an. Das spricht allen Sonntagsreden hohn, in denen Sie und Ihre Koalitionsvertreterinnen den Stellenwert der Bildung für unser Land immer wieder betonen. Die Realität sieht ganz anders aus. Beispiel Chancengerechtigkeit. Seit Jahren sind die Probleme von Schulen in benachteiligten Quartieren und Regionen bekannt. Dort finden sich multiple Problemlagen. Viele Schülerinnen mit ungünstigen Startchancen, heruntergekommene Räumlichkeiten, Lehrkräftemangel, kaum zusätzliches Personal zur Entlastung der Lehrkräfte und für individuelle Forderungen oder Elternhäuser, die nicht die gewünschte Unterstützung leisten können. Soweit so bekannt. Und die Antwort Ihres Ministeriums? Ein Forschungsprogramm über 10 Jahre lächerlich finanziert und kein einziger Cent investiert für eine wirkliche, also im Schulalltag spürbare Verbesserung. Es ist geradezu erschütternd, dass hier 10 Jahre verschenkt werden, statt ernsthaft für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen. Ihr Feuerwerk, das Sie vorher angekündigt haben, entpuppt sich hier als Ansammlung von Rohrkrepierern. Nächstes Beispiel, der Rechtsanspruch auf Ganztag in der Grundschule. Ein Vorhaben, das wir natürlich unterstützen, aber nicht so, wie Sie es angehen. Ganztagsschule muss selbstverständlich mehr sein als bloße Aufbewahrung der Kinder am Nachmittag. Das heißt im Umkehrschluss dann zwingend, dass der Bund gemeinsam mit den Ländern anspruchsvolle Qualitätsstandards für den Ganztag entwickeln muss. Wie soll das mit dem Einsatz von 1 Milliarde in diesem Jahr und vielleicht einer weiteren im kommenden Jahr funktionieren? Zur Einordnung, das Deutsche Jugendinstitut geht von Investitionen von bis zu 7,5 Milliarden Euro aus. Die Betriebskosten belaufen sich auf geschätzte 4,5 Milliarden Euro pro Jahr. Und Sie kommen mit 1 Milliarde um die Ecke? Dabei sind Sie vom Ziel, 7% des Bruttoinlandsprodukts für Bildung auszugeben, mit nicht einmal 5% meilenweit entfernt. Wer soll Ihnen da die Ernsthaftigkeit und den tatsächlichen Willen zur Qualität abkaufen? Und zu guter Letzt, die SPD will das ja unbedingt, die Misere beim Bildungsrat.
Die Themen liegen auf der Hand und brennen. Mehr Vergleichbarkeit bei Abschlüssen und Standards und die Absicherung der Bildungsforschung. Man fragt sich, ob Sie diesen Bildungsrat überhaupt jemals wollten oder wirklich glaubten, zum Auftakt die Länder erst mal vor den Kopf stoßen zu müssen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Selten hat es eine Bundesbildungsministerin den Ländern einfacher gemacht, sich in der Konfrontationsposition einzurichten. Vor zwei Wochen habe ich die Antwort aus dem Ministerium erhalten auf die Frage, wann sollte der Bildungsrat zum Arbeiten kommen. Wir hoffen, 2020 mit den Verhandlungen zum Abschluss zu kommen. Da weitet sich der Horizont bis in die nächste Legislatur. Das Scheiden des Bildungsrates geht in erster Linie auf Ihre Rechnung, Frau Karliczek. Gute Bildung kann es nur geben, wenn Bund und Länder endlich auf Augenhöhe kooperieren. Wir brauchen dringender denn je einen modernen Bildungsföderalismus, der eine gute Zusammenarbeit aller Ebenen ermöglicht. Mit diesem Haushalt haben Sie dafür wieder eine Chance vergeben. Das ist nicht nur schade, das ist mit Blick auf unsere Kinder einfach nur bitter. Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege Albert Rupprecht. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ja, Frau Stump, Sie haben kurzen Vorgeschmack darauf gegeben, sollten die Grünen irgendwann mal in der Regierung sein hier, wie die Diskrepanz zwischen Realität, Verantwortung übernehmen und Sonntagsreden sein wird. Da haben Sie einen Versuch gemacht, sich irgendwo rauszumogeln und durchzuwurschteln. Das wird Ihnen auf Dauer nicht gelingen. Herr Sattelberger, ich glaube, dass Sie persönlich in der Tat das Thema Innovationskraft sehr ernst nehmen. Ich möchte trotzdem darauf hinweisen, bei zentralen Fragen, Innovationskraft unseres Mittelstandes, haben wir seit Jahren ein Instrument diskutiert, die steuerliche Forschungsförderung, von der wir uns so viel erwartet haben, all die Jahre, und letztendlich beschlossen haben. Die FDP hatte vor 10 Jahren die Möglichkeit, in der gelb-schwarz-schwarz-gelben Koalition das mit uns zu beschließen. Wir haben Monate daran gearbeitet, und Ihr Kollege, Herr Solms, war es, der am Schluss Veto eingelegt hat, weil er beleidigt war, dass es nicht zu einer Steuervereinfachung kommt. Er hat eine Steuerentlastung für unsere Unternehmen im Sinne von mehr Forschung und Innovation verhindert. Wir wären 10 Jahre weiter, hätte die FDP damals das getan, wovon Sie heute reden, sehr geehrte Damen und Herren. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, eine Anmerkung zur Debatte um den Bildungsrat. Natürlich ist Schulbildung Kernkompetenz der Länder. Und zumindest ich persönlich leite aus den Formulierungen im Koalitionsvertrag, den ich mitformuliert habe in den Verhandlungen, persönlich nicht ab. Da die Besten drin. Genau, so war es. Leite ich nicht ab, dass ich dann Sorge hätte, und die Sorgen, die Länder da haben, teile ich persönlich nicht. Zumindest aus den Formulierungen heraus. Wie die Verhandlungen gelaufen sind, dazu kann ich nicht sagen, da war ich nicht beteiligt. Trotzdem respektiere ich die Position, die da ist, dass Ländervertreter, was ihre Kernkompetenz betrifft, Sorge haben, dass von Seiten des Bundes reinregiert wird. Nochmal, ich teile diese Furcht nicht, aber ich respektiere die Sorge, und ich habe Respekt vor denjenigen, die sagen, im Zweifelsfall müssen wir da nochmal auf Null. Aber was zur Wahrheit dazugehört, ist, es ändert nichts daran, dass der Bund in vielen Bereichen auch Zuständigkeiten in der Bildung hat. Und wenn wir in diesem Haushalt unseres Ministeriums 6,7 Milliarden für Bildung ausgeben, dann zeigt das, die gehen wir nicht aus, weil wir nichts anderes zu tun haben, sondern weil wir verfassungsgemäße Zuständigkeiten haben, beispielsweise in der beruflichen Bildung, beispielsweise in der Hochschulbildung, beispielsweise bei dem Megathema lebenslanges Lernen oder aktuell bei dem Projekt Digitalpakt mit 5 Milliarden rein in diesem Haushaltsjahr 2020 beinahe 1 Milliarde, dann zeigt das ja, dass wir Zuständigkeiten haben. Und das heißt für mich auch, dass es notwendig ist, dass zwischen Bund und Ländern Abstimmungen notwendig sind und gemeinsame verlässliche Vereinbarungen zwingend sind. Andernfalls wird Bildung in unserem Land nicht gelingen. Und dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen, braucht das auch Formate, und es braucht Institutionen. Und wenn der Bildungsrat nicht gewollt ist, dann muss über andere Formate diskutiert werden. Ich persönlich
bin der Meinung, dass der Bildungsgipfel aus dem Jahr 2008 ein Riesenerfolg war, weil genau das, was notwendig ist im kooperativen Föderalismus, dort gemacht wurde. Es wurden gemeinsame Ziele vereinbart, anspruchsvolle Ziele. Und es wurde entsprechend der verfassungsgemäßen Zuständigkeit die Aufgaben verteilt. Und man hat über Jahre den Prozess begleitet, sich wieder zusammengesetzt, nachgesteuert, geschaut, wie weit ist man bei der Umsetzung. Und im Ergebnis war das ein großer Erfolg der Bildungsgipfel, wenn man sich die Auswertungen anschaut. Und deswegen plädiere ich persönlich für eine Neuauflage des Bildungsgipfels von 2008. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Bildungsgipfel ist ein Paradebeispiel dafür, um zu lernen, wann Forschung und Bildung in Deutschland erfolgreich ist. Es ist erfolgreich, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen. Und es ist erfolgreich, wenn wir über die Säulen hinaus, über die Säulen hinweg zusammenarbeiten. Nicht, indem jeder alles macht, was manche in diesem Parlament gerne hätten, dass jeder für alles zuständig ist, was organisiert die Verantwortungslosigkeit bedeuten würde, sondern indem gemeinsame Leitbilder, gemeinsame Ziele formuliert werden und auf Basis der eigenen Zuständigkeiten und Stärken entsprechend der verfassungsgemäßen Zuständigkeit und dem Subsidiaritätsprinzip jeder auch seinen Beitrag leistet. Dann wird aus Vielfalt, die wir in unserem Land haben, Stärke und Schlagkraft. Es entsteht Stärke in unserem Land in den Bereichen Forschung und Bildung, wenn wir eben diese Versäulung aufbrechen und über die Säulen hinweg zusammenarbeiten. Und das sehen wir an den großen Projekten, das sehen wir am Pakt für Forschung und Innovation. Die Ministerin hat es gesagt, ein Meilenstein, 120 Milliarden Verlässlichkeit für die nächsten 10 Jahre, gemeinsam in der GWK von Bund und Ländern erarbeitet. Herausragend, einzigartig, so etwas gibt es auf der ganzen Welt in der Dimension und der Qualität nicht, nirgendwo. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, wie wir das auch machen müssen. Zentraler Inhalt ist auch bei diesem Pakt für Forschung und Innovation eben auch die Versäulung aufzubrechen, dahingehend, dass Transformation stärker gelingt, als das bisher der Fall war. Auch bei der Exzellenzstrategie sehen wir, dass das Zusammenwirken, eine gesunde Breite, vor allem finanziert durch die Länder, aber unterstützt durch Bund, Exzellenzinitiative, Exzellenzstrategie, die Spitze auch erreicht wird, dass der Bund Mehrwert liefern kann, indem wir auch einen Beitrag leisten, damit wir auch weltweit im Wettbewerb mithalten können und an vorderer Stelle mit dabei sind. Ich nenne ein anderes Beispiel bei den Fachprojekten. Die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung, eine Vielzahl von Standorten von den Ländern wesentlich finanziert, werden zusammengeführt, unterstützt durch den Bund, indem Qualität in einen institutionalisierten Verbund, der dauerhaft finanziert wird, zusammengeführt wird. Und daraus entsteht Qualität und Mehrwert. Und wenn früher in Boston Nukleus der Medizinforschung weltweit Deutschland gar nicht beachtet worden ist, dann schaut man heute im Jahr 2019 mit Wertschätzung auf Deutschland, auf die deutschen Zentren der Gesundheitsforschung. Und wir werden diesen Bereich in dieser Legislatur auf Kinderkrankheiten und psychische Erkrankungen ausweiten. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, umgekehrt gilt aber auch, wo Versäulung und Fragmentierung existieren, bleiben wir hinter unseren Möglichkeiten. Wir haben noch mehr Potenzial. Beispielsweise digitale Medizin, da sind wir zweitklassig. Wir haben alles an Know-how, was man braucht am Standort. Wir haben Akteure, die das können. Aber wir haben zu wenig rechtliche und politische Verlässlichkeiten, Grundlagen für die Akteure, dass es am Standort Deutschland umgesetzt wird. Und deswegen war es ein Meilenstein und ein richtiger und wichtiger Schritt, dass der Minister Spahn jetzt mit dem digitalen Versorgungsgesetz es erstmalig erreicht hat, dass die Kette vom Patienten zum Arzt, zur Forschung und zurück, dass diese Kette eine geschlossene Kette ist und dass der Innovationskreislauf jetzt funktionieren kann. Das ist ein Meilenstein für die Behandlung von Krebs, Demenz und vielen anderen Krankheiten. Ich nenne ein weiteres Beispiel, Thema Energieforschung. Auch da gibt es etwas zu tun. Wir haben die Grundlagenforschung im BMBF, wir haben die angewandte Forschung im Wirtschaftsministerium. Und nicht selten gelingt es nicht, dass von der Grundlagenforschung hin zur angewandten Forschung es übertragen wird. Da spielen auch Ressortbefindlichkeiten und Abstimmungsschwierigkeiten mit rein. Die Hightech-Strategie war vom Grundansatz absolut richtig und ist aktueller denn je. Nur sie muss weiterentwickelt werden. Zu oft
wird auf Ministerialebene, auf Abteilungsleiterebene abgestimmt, aber es fehlt die letztendlich politische Durchschlagskraft. Und ich bin deswegen der Meinung, dass die Hightech-Strategie weiterentwickelt werden muss, um diese Versäulung aufzubrechen. Und im Zweifelsfall bin ich auch der Meinung, dass das Kanzleramt bei Schlüsselfragen nicht nur koordinierend oder primär koordinierend, sondern entscheidend und durchregierend wirken muss, um zu Ergebnissen zu kommen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben, wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, eine positive Entwicklung. Wir sind insgesamt im Forschungs- und Bildungsbereich auf einem sehr guten Weg. Wir haben einen neuen Rekord bei den Forschungsausgaben. 3,13% des Bruttoinlandsprodukts ist ein erstklassiger Wert. Wir haben damit die USA überrundet. Wir sind weit vor Frankreich und vor Großbritannien. Und Herr Zattelberger, die steuerliche Forschungsförderung wird einen weiteren Schub bringen. Wir werden, wenn es so weitergeht, das Ziel 2025 erreichen, 3,5% des Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Bildung herzugeben. Entscheidend ist in den nächsten Jahren für den Innovationsstandort Deutschland, dass wir eben diese Versäulung aufbrechen, dass wir die starken Assets, die wir haben, in der Kette aneinanderreihen, über die Säulen hinweg zusammenarbeiten, ob das zwischen einzelnen Unternehmen, zwischen Forschung und Wirtschaft, aber auch zwischen Bund und Land, dann kann es auch gelingen. Dankeschön. Vielen Dank, Kollege. Weiterhin in der Beratung der Einzelplan 30 Bildung und Forschung. Weiterhin leitet die Sitzung Bundestagsvizepräsident Friedrich und der nächste Redner in dieser Debatte Marc Jongen für die AfD-Fraktion, Sprecher für Kultur und Medien. Herr Präsident, Frau Ministerin Karliczek, meine Damen und Herren. Mit einer Delegation des Bildungsausschusses war ich diesen Sommer in den USA auf der GAIN-Jahrestagung German Academic International Network. Einige hundert deutsche Wissenschaftler in den USA kommen dort jedes Jahr zusammen, um sich bei Vertretern von deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen über die mögliche Fortsetzung ihrer akademischen Karriere in Deutschland zu informieren. Es ist beeindruckend, wie viele junge Talente aus allen wissenschaftlichen Gebieten sich dort auf engem Raum versammeln. Ja, Frau Ministerin, Deutschland hat die gut ausgebildeten Menschen, wie Sie sagten, aber immer mehr von ihnen verlassen Deutschland, weil sie hier nicht die richtigen Bedingungen vorfinden. Das haben Sie nicht gesagt, und das ist unser Problem. Und dass eine solche Veranstaltung wie GAIN überhaupt notwendig ist, ist deshalb Anzeichen für gravierende Missstände im deutschen Hochschulsystem, die nämlich zu einem kontinuierlichen Verlust der besten Köpfe führen. Wenn man bedenkt, dass allein im Zeitraum von 2006 bis 2016 über 4.200 hochqualifizierte Wissenschaftler aus Deutschland abgewandert sind, wenn man weiter bedenkt, dass allein an US-amerikanischen Forschungseinrichtungen 20.000 deutsche Wissenschaftler arbeiten, dann ahnt man die Dimensionen dieses Brain Drain. Und der hat systemische Gründe, werte Kollegen. Die Bundesregierung und Sie ja wahrscheinlich auch leugnet ja schlichtweg, dass es einen solchen Brain Drain überhaupt gibt. In der Antwort, ja eben gibt es nicht, sagen, höre ich da schon. In der Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion schreiben Sie, Deutschland sei ein attraktives, weltoffenes Land. Die Abwanderung hochqualifizierter deutscher Wissenschaftler sei nicht Gegenstand amtlicher Statistiken. Stattdessen sprechen Sie von einer Brain Circulation, die einen gehen, die anderen kommen. Ja, die Hochqualifizierten gehen und es kommen die gering bis gar nicht Qualifizierten. Das ist doch die Realität. Und diese Probleme verschwinden auch nicht, indem man sie statistisch nicht erfasst. Deutschland muss endlich attraktiv für Hochqualifizierte und ja auch grundsätzlich unattraktiv für Nichtqualifizierte werden, meine Damen und Herren. Als Akutmaßnahme fordern wir im aktuellen Haushalt die Erhöhung der Mittel für Leistungswettbewerbe und Preise für den wissenschaftlichen Nachwuchs um 5 Millionen auf 18 Millionen Euro. Und wir fordern 10 Millionen Euro mehr für den Sofia Kowalenskaja-Preis der Alexander von Humboldt-Stiftung, der es besonders begabten deutschen Wissenschaftlern ermöglicht, nach Deutschland zurückzukehren. Aber das ist alles letztlich Kosmetik. Wir müssen die Ursachen für die Abwanderung der Hochqualifizierten beseitigen. Die liegen neben dem materiellen Aspekt der Unterbezahlung vieler Wissenschaftler und der Unsicherheit ihrer Karrieren maßgeblich auch im Atmosphärischen. Die Freiheit der Wissenschaft, meine Damen und Herren, steht zwar im Grundgesetz, an vielen Universitäten ist sie heute nicht mehr gegeben. Wenn Bernd Lucke in Hamburg seine Vorlesung nicht halten kann,
weil ein linksradikaler Mob ihn daran hindert. Wenn die Professoren Barbarowski und Münkler in Berlin von linksradikalen Gruppen jahrelang drangsaliert und diffamiert werden und die Universitätsleitungen ihnen nicht wirklich zur Seite stehen, dann zeigt das, wie bleiern sich die politische Korrektheit über das Land gelegt hat und eine kleine radikale Minderheit der Mehrheit die Spielregeln diktiert. Der Deutsche Hochschulverband warnte im April diesen Jahres vor Einschränkungen der Meinungsfreiheit an deutschen Universitäten und konstatierte einen Verfall der Debattenkultur. Das ist keine Erfindung der AfD, werte Kollegen. Und das wird sich erst ändern, wenn man aufhört, Andersdenkende mit maximal diffamierenden Vokabeln wie Nazi, Rassist und so weiter zu belegen. Jedes Mal, wenn Sie das hier in diesem Haus tun, dann geben Sie den Linksradikalen da draußen das Signal, stört diese Vorlesung, verhindert diese Veranstaltung mit Gewalt, ihr habt unseren Segen. So sollten wir hier im Bundestag nicht miteinander sprechen, meine Damen und Herren. Wir sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Und die heutige Debatte, zumindest bis vorhin, war in dieser Hinsicht durchaus vorbildlich. Das sei fairerweise auch zugestanden. Vielen Dank. So, wir gehen ins letzte Drittel hier in dieser Beratung Einzelplan Bildung und Forschung, Einzelplan 30. Nächster Redner René Röspel von der SPD-Fraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss. Meine Damen und Herren, es ist immer wieder eine Freude, eigentlich zum Haushalt für Bildung und Forschung zu reden, weil in den letzten 20 Jahren übrigens alle Regierungen, die beteiligt waren, dafür gesorgt haben, dass wir jedes Jahr mehr Geld für Bildung und Forschung zur Verfügung haben. Und das ist ein gutes Zeichen für unser Land. Und das hat auch dazu beigetragen, dass Deutschland wieder ein exzellenter, international nachgefragter Wissenschaftsstandort ist. Und ich war vor 20 Jahren bei der GAIN-Tagung und die Kollegen, die in den letzten Jahren da waren, ich habe vor 20 Jahren mitbekommen, wie die deutschen Wissenschaftler, und wir erwarten ja auch, dass junge Menschen ins Ausland gehen übrigens, um Erfahrungen zu sammeln, dass die deutschen Wissenschaftler, die in den USA waren, gesagt haben, was bietet ihr uns eigentlich in Deutschland an, damit wir zurückkommen? Und tatsächlich in den letzten Jahren hat man erlebt, es ist wieder attraktiv und die meisten kommen auch wieder zurück. Und wären Sie heute Morgen beim Helmholtz-Forschungsfrühstück zu Diabetes gewesen, hätten Sie einen der renommiertesten Diabetesforscher kennengelernt. Er ist aus den USA wieder zurückgekommen und hat keinen Ruf mehr in den USA angenommen, weil er sagt, hier kann ich verlässlich, langfristig und sicher forschen. Und das gibt ganz viele, die das so sagen. Und das ist gut für den Standort. Und was Sie sagen, ist schlicht und einfach falsch. Und eine Haushaltsdebatte bietet ja auch immer die Möglichkeit, politische Unterschiede darzustellen. Und das kann man dann eben auch gut hier tun. Dabei sollte man allerdings eben auch wahrhaftig sein, finde ich. Und wir als SPD bekennen uns ausdrücklich dazu, ja, wir wollen die Kommunen nicht im Stich lassen mit schlechten Schulen, mit veralteten Schwimmbädern, sondern wir sorgen seit 10, 15 Jahren dafür, alle Wege, die wir als Bund haben, wahrzunehmen, um die Kommunen zu unterstützen. Vor 10 Jahren war das ein Konjunkturprogramm. Ganz viele Schulen konnten saniert werden. Wir haben ein Kommunalinvestitionsprogramm mit 3,5 Milliarden Euro. Und wir machen den Digitalpakt Schule mit 5 Milliarden Euro und tun das, was wir wollen, weil wir sagen, wir als SPD und die Union übrigens auch, wollen Kommunen unterstützen. Und Sie als AfD haben vorhin gesagt, ihr seid ja gar nicht zuständig. Das heißt, Sie sagen, wir dürfen das nicht machen. Bekennen Sie doch, Farbe. Wollen Sie eigentlich Schulen sanieren und bessere Schulen haben oder wollen Sie es nicht? Und es gibt auch andere Fälle. Wir wissen ja mittlerweile, dass Sie beim Solidarpakt dafür sind, dass auch Millionäre davon befreit werden. Wir als SPD sagen, nee, Millionäre können den Soli ruhig weiterzahlen, weil wir diese 10 Milliarden Euro brauchen, um in Bildung und Zukunft zu investieren. Sie sagen, entlastet die Millionäre. FDP übrigens auch. So, und gleichzeitig beantragen Sie im Ausschuss für dieses Jahr die Mittel für Schüler-BAföG um 59 Millionen Euro zu kürzen, also die Eltern zu belasten, die nicht das Geld haben, ihre Kinder auf ein Gymnasium zu schicken. Da sagen Sie, da sollen 60 Millionen Euro gekürzt werden. Das ist AfD und im Übrigen nicht nur da. Sie haben beantragt, das BAföG um ein Drittel zu kürzen, um 450 Millionen Euro, um ein Drittel. Weil Sie sagen, es gibt so viele Mediziner in diesem Land und es studieren so viel Medizin. Wo leben Sie denn? Ich hoffe, dass die Leute in der Bevölkerung merken, was Sie eigentlich hier veranstalten wollen. Und wenn es um politische Positionen geht, reicht die Zeit nur für zwei. Schreien Sie, das ist richtig schön. Ja, anders können Sie nicht, weil Sie sich nämlich an der Wahrheit vorbeidrücken und Ihre Sichtweise propagieren. Zwei Punkte sind uns wichtig.
es ist gut, Stefan Kaufmann, herzlichen Dank, dass wir es geschafft haben, den Titel für Arbeits-, Produktions- und Dienstleistungsforschung auf dem Niveau weiterzuführen. Das hört sich sperrig an, Arbeits-, Dienstleistungs-, Produktionsforschung. Allerdings wird es den meisten von Ihnen gehen, wenn die Handelskammern ihre Unternehmen fragen, wovor habt ihr in Zukunft am meisten Sorge? Dann spielt natürlich China und Brexit eine Rolle. Aber mit oben taucht immer auf, wir haben Sorge, dass wir keine Fachkräfte mehr kriegen. Und da ist ein richtig guter erster Schritt, dass Hubertus Heil als Arbeitsminister das Fachkräftequalifizierungsgesetz auf den Weg gebracht hat, um Arbeitnehmer zu qualifizieren. Aber der zweite wichtige Punkt ist, dass wir weiter forschen, wie die Arbeit der Zukunft aussieht, wie Produktion aussieht und wie Dienstleistungen aussehen. Das ist ein wichtiger Bereich, den wir hingekriegt haben. Und es ist bedauerlich, dass ausgerechnet die FDP diesen Bereich vorsieht als Kürzungsvorschlag, um Weltraumprojekte zu finanzieren. Abgehoben würde ich das nennen. Vielen Dank, dass wir so erfolgreich diesen Haushalt gemeinsam gestalten können, und wir werden das in den nächsten beiden Jahren hoffentlich weiter tun können. Für die CDU-CSU-Fraktion. Von der SPD-Fraktion war das René Röspel. Jetzt spricht der Sprecher für Digitale Agenda der Unionsfraktion, Tankred Schipanski. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende so einer lebhaften Debatte, und gerade nach René Röspel kann man so ein bisschen zusammenfassen, ist eine ganz klassische Debatte, liebe Damen und Herren auf der Zuschauertribüne, an den Fernsehapparaten. Die Linke propagiert natürlich den Bildungsnotstand in Deutschland. Dabei ist sie selber in Verantwortung. Ihr Minister war Präsident der KMK. Und seitdem Sie in Thüringen Verantwortung tragen, sind die Thüringer Schulen um 3 Plätze zurückgefallen bei den Bildungsvergleichen. Die Grünen betreiben hier oder werfen uns Schönreden vor. Also, dass Sie die Batteriezellforschungsfabrik noch einmal ausgraben, finde ich erstaunlich. Mehr Transparenz geht da nicht. Besuchen Sie den Forschungsausschuss. Dort waren die Fakten. Das waren eben Fakten, die man zur Kenntnis nehmen muss, aber eben nicht skandalisieren. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Wir führen erst mal aus und dann schauen wir mal weiter. So ist das. Natürlich. So, die AfD, wie immer, René Röspel hat das schön dargestellt, welche Fake News verbreitet werden. Bezüglich der Meinungsfreiheit einfach noch mal in der Generaldebatte vom Mittwoch nachlesen, wie es sich damit verhält. Das Gleiche gilt zur Wissenschaftsfreiheit. Und die FDP, lieber Kollege Sattelberg, es war ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Ihre Keywords kamen, die Katzen, die Tanker, der Speck. Meine Damen und Herren, das Schlüsselwort für die Unionsfraktion ist die Bildungsrepublik. Und Albert Rupprecht hat es angesprochen, wir haben die Bildungsrepublik Deutschland vor 10 Jahren ausgerufen. Und das ist ein Dreiklang, wo der Bund da tätig ist, nämlich als Verantwortungsträger, als Impulsgeber und als Innovationsmotor bei Grundlagenforschung und bei Anwendungsforschung. Und dieser Rekordhaushalt von 18,3 Milliarden macht das ganz deutlich. Wir haben gehört, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir eine gesamtstaatliche Verantwortung haben. Aber bei so einer gesamtstaatlichen Verantwortung gibt es natürlich auch Spielregeln. Und diese Spielregeln finden wir da selbstverständlich im Grundgesetz wieder. Anja Kalitschek hat richtig gesagt, dass auch die Länder eine gesamtstaatliche Verantwortung haben. Und wenn wir mal gemeinsam in den Monitoringbericht der Bundesregierung über den finanziellen Umfang der Ausgleichsleistung und die Unterstützung der Länder im Bereich Bildung und Forschung schauen vom August diesen Jahres, da kommt mal alles zusammen, was wir in der Debatte auch schön gehört haben, wie viel der Bund eigentlich die Länder unterstützt. Ob das ist bei den Mitteln zu Hochschulbau, zu Bildungsplanung, die jetzt übrigens auslaufen, diese Entflechtungsmittel, wo die Länder aber wieder durch den neuen Bund-Länder-Finanzausgleich entsprechende Mittel bekommen. Es wird also kompensiert. Einen neuen Steuerverteilungsmechanismus, wie den AfD heute gefordert hat, bedarf es nicht. Ab 2020 bekommen die Länder 9,7 Milliarden Euro zusätzlich vom Bund, und das Ganze jährlich. Wenn wir uns die finanzielle Unterstützung ansehen, die Pakte wurden genannt, alles, was wir über den 91b machen, es wurden genannt die Unterstützungen, die über den 104c laufen, wie wir die Kommunen unterstützen, die Schulsanierungsprogramme, muss ich alles nicht noch einmal wiederholen, will es aber in Erinnerung rufen, weil das zeigt, dass wir eben für einen kooperativen Bildungsföderalismus stehen, wo, und das hat Kollege Mayer von der FDP deutlich gemacht, natürlich auch eine Grenze dann ist, wenn wir eine Bindungswirkung von 50% für diese Mittel haben. Aber kooperativer Bildungsföderalismus heißt für mich auch, den Bildungsrat, den wir
gemeinsam in der Koalition, auch mit den Ländern, die haben nämlich mitverhandelt, natürlich eigentlich am Leben halten möchte, so will ich das einmal sagen. Und wenn man heute in die Zeitungen schaut, ist genau das eingetreten auf den Rücken von Schülern und Eltern. Die Bundesbürger wünschen sich weniger Kleinstaaterei in der Bildungspolitik, doch die Politik versagt. Und wir haben das mehrmals hier festgestellt in diesem Hohen Hause, dass die KMK versagt. Ich letztens in der Rede am 5.7.2018, in einer anderen Haushaltsrede, und ich bleibe dabei, die KMK wird kein Reformmotor sein. Das wäre dieser Bildungsrat gewesen. Der Ball liegt jetzt bei der Kultusministerkonferenz. Sie möchte jetzt den Weg gehen über einen Staatsvertrag, eine Lösung, die wir hier auch schon erörtert haben, hinter der wir auch stehen. Ich bin gespannt, ob es den Länderchefs und den Kultusministern gelingt, eben Bildungsstandards verbindlich länderübergreifend umzusetzen, um Transparenz, Qualität, Vergleichbarkeit entsprechend zu gewährleisten und die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems zu steigern. Wir werden das begleiten als Bund und werden da auch entsprechend Druck machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Bundesbildungsministerin hat von einem Feuerwerk an Maßnahmen gesprochen. Wer diese ganzen Maßnahmen einmal im Überblick haben möchte, was wir als Zwischenbilanz haben, den empfehle ich ein entsprechendes Merkblatt des Bundesforschungsministeriums, wo das noch mal sehr schön alles aufgegliedert ist. Und ich möchte... Sie können es nicht wiedergeben. Einfach mal schauen. Also das ist im Netz drin und dann kann man das sehen. Was machen wir für die Azubis, für die Studierenden? Was tun wir für die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung? Was tun wir für die Schulen? Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass die MINT-Förderrichtlinien jetzt endlich auf den Weg gebracht worden sind. Und es wird eben auch gezeigt, was wir im Bereich Forschung tun, insbesondere auch im Bereich Digitalisierung. Denn, und das will ich mit Blick auf die Verteilung der zweiten Tranche der KI-Mittel sagen, Kerstin Radomski hat es angesprochen, wenn sich ein Haushalt Digitalhaushalt nennen kann und Zukunftshaushalt nennen kann, dann ist das der Haushalt des Bundesministeriums für Forschung und Bildung. Von daher stimmen Sie diesem Haushalt zu, stimmen Sie diesem Forschungs- und Zukunftshaushalt zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schipanski. Tankred Schipanski, Sprecher für Digitale Agenda Unionsfraktion, war der vorletzte Redner. Schlusspunkt setzt jetzt Wiebke Esser, SPD-Fraktion. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir beschließen in dieser Woche den Bundeshaushalt. Da stellen wir finanzielle Mittel bereit, um Projekte anzustoßen, um gesellschaftliche Impulse zu setzen. Und dass es im Bereich der Gleichstellung weiterer gesellschaftlicher Impulse bedarf, das habe ich gerade in der letzten Sitzungswoche einmal mehr erfahren müssen. Ich war auf einer Podiumsdiskussion des Netzwerk N-Square. Das sind die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler der außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und in dieser Debatte ging es um die Zukunft, um die Herausforderungen im Wissenschaftssystem. Und als die Debatte geöffnet wurde für Fragen aus dem Publikum, da stellte eine junge Frau direkt die erste Frage, wann denn eigentlich, wenn sie Wissenschaftlerin werden möchte, wenn sie Wissenschaftlerin ist, gibt es den richtigen Zeitpunkt, schwanger zu werden? Und die Antwort der Herren Präsidenten, die dort mit auf dem Podium war, war in meinen Augen ziemlich lapidar. Die war nämlich einfach, when you're in a stable partnership, das heißt einfach im Privaten, wenn sie in einer festen Beziehung sind. Diese Antwort, meine Damen und Herren, reicht in meinen Augen nicht auf. Und ich bin mir auch sicher, dass die Kollegin Wissenschaftlerin dass die Frage nicht gestellt hat, weil sie Antworten zu ihrem Privatleben haben wollten, sondern weil sie sich das schwierig vorstellt. Für uns als Politik zeigt es zweierlei. Erstens zeigt es, dass auch in der Spitze der Allianz der Wissenschaftsorganisationen mehr Sensibilität für die Fragen von Schwangerschaft, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber eben auch von Gleichstellung insgesamt noch stärker ankommen muss. Und wenn die HRK in der letzten Woche festgestellt hat, dass Frauen in der Spitze der Allianz der Wissenschaftsorganisationen immer noch die Ausnahme sind, dann sehe ich da ganz konkreten Handlungsbedarf. Zweitens zeigt sie uns aber auch diese Frage, dass im Bereich der Wissenschaft immer noch Diskriminierung, die dem Grundgesetz und der Gleichheit zwischen Mann und Frau entgegensteht, besteht und dass wir an der Stelle handeln müssen. Und das ist nicht nur gegen das Grundgesetz, sondern es ist in meinen Augen auch vor allem gesellschaftlich völlig unsinnig, weil die großen globalen Herausforderungen und die gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch von Frauen mit erforscht werden müssen und weil wir da unheimlich viel Potenzial liegen lassen. Wir haben uns
Wir haben uns darum, und da bin ich meinem Kollegen Sven Schulz sehr dankbar, dass er so hart dafür verhandelt hat, mit einer parlamentarischen Initiative, mit einem Vorschlag, der aus dem Kreise der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten entstanden ist, entschlossen, in diesem Haushalt das Programm Frauen an die Spitze und auch das Professorinnenprogramm MINT wieder auflegen zu lassen. Das heißt, wir werden jetzt dafür sorgen, dass es neue Impulse gibt, aus der Wissenschaft zu erforschen, wie wir die Gleichstellung voranbringen können, welche Ursachen es gibt, welche Umsetzungsstrategien es in dem Feld geben kann. Das werden wir im Bereich der Hochschulen, der außeruniversitären Forschungseinrichtungen beschließen und erforschen. Es wird aber natürlich in Betracht gezogen, die gesamte Bandbreite der Spitzenpositionen in der Gesellschaft. Und darum, meine Damen und Herren, lohnt es sich und es ist gut, wenn wir diesem Haushalt zustimmen. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Kollegin. Das war die letzte Rednerin zu diesem Einzelplan. Ich schließe die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 30, Bundesministerium für Bildung und Forschung, in der Ausschussfassung. Dazu liegen Änderungsanträge vor. Ein Änderungsantrag der AfD, zwei Änderungsanträge der FDP-Fraktion. Über die stimmen wir zunächst ab. Änderungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 15.511. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Das ist die AfD. Wer stimmt dagegen? Das sind alle übrigen Fraktionen des Hauses. Der Änderungsantrag ist damit abgelehnt. Änderungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 15.478. Wer stimmt für den Änderungsantrag der FDP? Die FDP. Und wer stimmt dagegen? Das sind alle übrigen Fraktionen des Hauses. Auch dieser Änderungsantrag ist damit abgelehnt. Änderungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 15.479. Wer stimmt dafür? Die FDP. Wer stimmt dagegen? Alle übrigen. Dann ist auch dieser Änderungsantrag abgelehnt. Und wir kommen jetzt zum Einzelplan 30 in der Ausschussfassung. Wer stimmt für diesen Einzelplan in der Ausschussfassung? Das ist die Koalition. Wer stimmt dagegen? Das ist geschlossen die Opposition. Der Einzelplan 30 ist angenommen. Und wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Wunderbar. Auch für uns ist das ein gewisser Schlusspunkt. Also die drei Änderungsanträge, da ging es um BAföG, da ging es um Berufsorientierung und um einen neuen Haushaltstitel, Exzellenz, Initiative berufliche Bildung. Die wurden hier vom Haus zurückgewiesen. Der Einzelplan 30 allerdings in der vom Ausschuss vorgeschlagenen Fassung, also mit einem Volumen von 18,29 Milliarden Euro für den Einzelplan 30 Bildung und Forschung, der wurde hier mit den Stimmen der Großen Koalition in der zweiten Lesung sozusagen positiv bestimmt.